Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, meine lieben Damen und Herren und natürlich Kinder jeden Alters, herzlich willkommen zum OSFG Figure Talk, präsentiert von Nerd Bob. Und hier ist Ihr Moderator, the one and only, Bombo. Schönen guten Tag, Jungens und Mädels. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Nerdbomb zu einem neuen Figure Talk. Und zwar quatschen wir heute mal über, ja, nicht 1:6 Figuren, sondern alle anderen Figuren. Also mehr oder weniger the best of the rest von der Comic-Con. Und zwar über Neckar etc., Metzko. Und ja, ich habe mir hier mal natürlich wieder zwei hochkompetente Leute dazu geholt. Und dadurch, dass der eine Gast, nämlich der liebe Okan, genauso wie ich auch aus, mehr oder weniger nur der 1:6 Ecke kommt, brauchen wir natürlich eine tatkräftige Unterstützung, der mega Plan von allem anderen hat. Und das ist mein lieber Nerdbomb-Kollege, der Marcel. Grüß dich. Guten Abend, ich bin Ihr Moderator. Nein, das ist falsch, das ist der Bombo, aber egal. Ja, ich bin Ihr kompetenter Unterstützer. So sieht es aus. Und ich habe ihn gerade schon angekündigt, der Okan ist auch mit dabei. Grüß dich, Okan. Hallo, ich mache das ohne Bezahlung und werde gezwungen. Retten Sie mich. Ja, dann musst du aber, wenn du Hosen nähst und so, geheime Briefe dann mit reinmachen und so, das funktioniert. Bevor wir losstarten, kannst du ja mal ganz kurz sagen, Okan, weil ich das jetzt gerade schon so angekündigt habe, ob ich da richtig lag, du sammelst separat von 1:6 Figuren gar nichts. Hast du auch kein Interesse an anderen Formaten? Statuen, wenn sie mir gefallen, kommen auch manchmal. Ich habe jetzt halt lustigerweise zwei 1:6 Statuen, das ist halt blöd. Aber sonst, ich habe auch so eine Mohammed Ali Figuren 1:4, eine Statue meine ich, und ja, die steht hier auch rum zum Beispiel. Oder okay. Von Neckar die Alien. Ja, und halt eben die Statuen von mir und Bombo, ne? Das darfst du halt nicht vergessen, die beiden in 1:1. Ach, ja, halt, natürlich. Ne? Ja. Limited Edition, die er jeden Edition Abend anbetet, ja, bevor, ja, er ins Bett geht. Ja, ja. Da sind auch schon Kameras drin, damit ihr immer seht, was ich mache. Ja, jetzt wird's creepy. Richtig. Ja gut, dann würde ich sagen, wir gestalten das jetzt wie folgt. Und zwar, wir haben das so ein bisschen nach Firmen sortiert und wir fangen jetzt als erstes mit Metzko an. Bevor wir immer anfangen, beziehungsweise als erstes werde ich immer den Marcel anhauen, weil er von den ganzen Firmen einfach um einiges mehr Plan hat als wir. Da kann er einfach schon so ein bisschen mehr Informationen zu den Firmen an sich geben und direkt seine Meinung äußern. Und der gute Okan und ich, wir hauen dann noch unsere Laienmeinung raus. Dann würde ich sagen, Marcel, erzähl mal den Leuten, was ist Metzko und was hast du gut gefunden an deren Stand auf der Comic-Con? Gab es da was? Was hast du nicht so gut gefunden? Hau mal raus. Ja, Metzko ist ein altbekanntes Unternehmen. Die haben schon Figuren gemacht, da gab es uns alle gar nicht. Die haben damals zum Beispiel Figuren gemacht, so alles Superman und sowas mit Stoffkleidung und all so ein Kram, so puppentechnisch. War das Mego? Dieses Mego und Mesco, nee, und all so ein Kram. Mesco ist quasi der Nachfolger, also ich will jetzt hier keine, okay, Scheiße erzählen, aber die gibt's halt auch schon sehr lange, ja. Und die haben sich in den letzten Jahren eigentlich mehr so auf kleine, ja, Actionfiguren kann man sie nicht nennen, sondern eher so Mini-Statuen in 1:6 wollte ich gerade sagen, in 6-Inch. Unter anderem natürlich ist da bekannt die Breaking Bad Toyline oder auch Sons of Anarchy und so weiter, die man halt eigentlich gar nicht bewegen kann. Ja, die sind einfach wirklich so kleine 6-Inch-Statuen, Figürchen, sage ich mal, die man sich irgendwo hinstellen kann. Aber, und da findet ihr unter anderem ja auch eine Review hier auf dem Kanal von Nerdbomb, nämlich die Batman, die neue Line, die 112-Line von Mesco, die sich auszeichnet damit, dass es saubewegliche Actionfiguren sind mit Stoffkleidung, ja, und massenweise Zubehör. Und da hat Mesco jetzt uns mal die neueren Figuren gezeigt. Superman unter anderem, dann haben wir hier den Space Gorilla, nee, so heißt er gar nicht, Affenmensch, nee, wie hieß er denn? Bombo? Sag mal. Ape-Man. Ape-Man, genau. Dann haben wir den Flash. Der heißt übrigens für alle, die zuhören, nicht wirklich Ape-Man. Nein, der heißt nicht so. Er sieht aus wie ein weißer Batman ohne Hörnchen. Dann, aber mit Affe? Ja, mit Affe, genau. Dann haben wir den Flash, wie gesagt, wir haben Judge Dredd. Und auch das Auto, das Motorrad von Judge Dredd. Das sind die Figuren, die jetzt da gezeigt wurden. Und die sind halt alle wirklich diese Collectors Edition Figuren 112 Line mit Stoffkleidung, mit massenweise Zubehör.
Batman gab es ja in drei verschiedenen Versionen. Der Judge Dredd wird auch in drei verschiedenen Versionen kommen, plus nochmal eine Version mit seinem Motorrad. Darf ich dich kurz fragen, was für Größen die hatten? Auch der Batman, welche, ja. wie groß, waren die 11 Inch? Nein, oder täusche ich mich da? Heißt 6 Inch, mein Schatz. Aber das ist okay. Ach so, die sind alle 112? Ja, 112, also alle 6 Inch, okay. 6 bis 7 Inch, ja. Also die typische Actionfigurengröße, sag ich mal, aber halt eben High-End-Collectibles, eben mit den Stoffklamotten, das, was sonst nur 1:6 Figuren machen, eigentlich. Mhm. Ja. Und da hat Mezco gesagt, nö, das können wir auch in dem Maßstab und haben da mal richtig vorgelegt, der Batman ist wirklich grandios. Ja. Ja, ich hatte den viel größer in Erinnerung, deswegen frage ich dich. Ja. Auf der Review kam der so, wo du den in der Hand hast, der kam einfach viel größer rüber als eine 6-Inch-Figur. 15 bis 20 Zentimeter, also 16, glaube ich, hatte er. Ich habe ihn ja gemessen in der Review. Also ganz typische 6-Inch-Figur, auch das, was NECA macht, ist ja auch 6 bis 7 Inch. Also alles in Scale, sage ich mal, zueinander. Und die 112-Line ist wirklich das, wo man auf jeden Fall seine Augen drauf werfen sollte, denn die sind wirklich sehr, sehr geil. Unter anderem haben sie aber auch die Mortal Kombat X-Line. Ja, Mortal Kombat X ist, glaube ich, das neue Spiel. Da wisst ihr mehr drüber, ich nämlich nicht. Und da wird es sowohl 6-Inch-Figuren als auch 12-Inch-Figuren geben. Also auch wieder fast so ein bisschen was für den USFG-Teil. Und die sind natürlich bei weitem nicht in der Region wie Hot Toys oder die anderen 1:6 Figuren, weil eben wahrscheinlich nicht mit Stoffklamotten, beziehungsweise wahrscheinlich, es sieht fast so aus, als ob die auch Stoffteile dran hätten, aber halt eben natürlich nicht so hochwertig, sage ich mal. Es sind weiterhin in Anführungsstrichen Actionfiguren, aber halt eben im 12-Inch-Format. Und die sehen auch sehr gut aus. Da wird es demnächst auch Reviews geben zu Scorpion und Sub-Zero hier auf dem Kanal. Das sind aber dann die 6-Inch-Figuren ganz normal. Und auch die sehen klasse aus. Haben ausreichend Bewegungspunkte, haben gut Accessoires dabei. Und ja, wie gesagt, kann man mögen. Ich persönlich war nicht so der Mezco-Fan, aber mit der 112-Line haben sie mich ein bisschen gecatcht und da werde ich mir mit Sicherheit die ein oder andere Figur zulegen, die ihr dann halt eben auch als Review hier auf dem Kanal finden werdet. Okay. Ja, Okan, wie sieht's bei dir aus? Ist dir die Firma ein Begriff? Hast du da schon mal eine Figur von besessen oder hast du eventuell vor, sogar dir eine zu kaufen? Und wie findest du die Sachen, die da so abgebildet werden? Gefallen dir oder nicht so dein Ding? Nee, Mezco kenne ich nicht, aber ich habe auch keine Figuren von denen, aber die Mortal Kombat Figuren gefallen mir sehr, vor allem halt die 12 Inch, weil sie halt zu den Hot Toys Figuren passen und da werde ich auch eine Review von dem Scorpion abwarten. Wenn der gut ist, wird der auch eventuell in meine Sammlung kommen. Der Flash gefällt mir auch ganz gut mit seinem Stoff halt und da wollte ich dich halt fragen, was die denn so im Schnitt kosten. Also die 112-Figuren-Line liegt so bei in Deutschland bei ca. 80 bis 90 Euro, die ist sehr teuer. Der Batman war wirklich super teuer, finde ich, aber es lohnt sich fast. Die Mortal Kombat-Figuren werden so bei stinknormalen 20, 25 Euro liegen. Okay, alles klar. Ja. Okay. Was ich jetzt so sehe hier, ist teilweise eigentlich sehr cool. Wie gesagt, die Marke Mezco war für mich eigentlich nur ein Begriff durch halt, weil sie relativ, sagen wir mal, ja, so ein bisschen Nischenprodukte bedient haben mit der Goonies-Lizenz oder Breaking Bad und sowas, waren es eigentlich so die Vorreiter, wie gesagt, halt kaum beweglich oder so, deswegen waren die nicht so toll. Ich fand den Batman, den der Marcel gereviewt hat bei uns auf dem Kanal, den ihr natürlich jetzt auch nochmal direkt angucken geht, den fand ich sehr cool, von der Klamotte her an sich auch schon sehr geil. Das Problem, was diese kleinen Figuren in der Regel immer haben, ist, dass dass die Klamotten, die wirken meistens an kleinen Figuren einfach viel zu groß. Also viel zu, ja, die sitzen nicht richtig und passen nicht. Und das war beim Batman nicht der Fall. Das sah super aus. Das sah richtig klasse aus. Bei dem Flash hier genauso sieht mega aus. Und bei dem Superman eben nicht. Der sieht halt aus wie ein fettes McDonald's-Kind. Und das passt nicht wirklich dazu, muss ich sagen. Also den finde ich total grausam, wenn du dir den Typ anguckst. Ich wollte gerade eben dasselbe mit mir sagen. Jetzt hast du meinen eigenen Diss weggenommen. Also das finde ich jetzt nicht ganz so toll.
Ansonsten, der Frankenstein sieht Porno aus. Der sieht super aus von der Qualität her. Das Problem bei diesen ganzen Figuren, was ich immer habe, grundsätzlich, egal ob es NECA oder was es ist, ist, kriegen wir das so, wie wir es hier sehen? Weil, wie wir es hier sehen, ist der Paintjob teilweise spot on für solche kleinen Figuren. Also wirklich sehr geil, ohne großes Übermalen oder sonst sowas, wo ja viele der kleinen Figuren so ein bisschen Probleme haben. Da bin ich sehr gespannt drauf, wenn du dann auch die ein oder andere Reviews. Dann wollte ich noch sagen, Okan, du holst dir natürlich nicht diesen Plastik-Scorpion, sondern den von Worldbox. Ja, wollte ich gerade sagen, da holt man sich natürlich, wenn dann gleich, den mega coolen. Ja, ansonsten Judge Dreadline, sehr cool, auch mit dem Bike. Ich könnte schwören, dass die es sich so leicht gemacht haben und das Bike heißt wahrscheinlich Dreadbike oder so, 100 Pro. Nur so nebenbei, die Reißverschlüsse gefallen mir gar nicht. Die sind halt mal, keine Ahnung, die sind halt 1:1 an der kleinen Figur dran. Nein, das Bike heißt Loremaster übrigens, by the way. Steht auf dem Schild drauf. Verdammt, dann haben sie doch mal was Kreatives gemacht. Ja, mit den ganzen Geschichten, die so hinten dran stehen, also mit den ganzen Dios, das ist halt immer sehr schade, dass man die nicht dazu bekommt. Da werde ich aber später bei NECA noch ein bisschen was dazu sagen. Ja, ansonsten muss ich sagen, ist es eigentlich sehr schnuckelig, was die da rausgebracht haben. Ist jetzt aber, wie gesagt, dadurch, dass ich ja hauptsächlich 1/6-Scale sammle, müssten diese kleinen Dinger mich schon komplett aus dem Leben schießen, dass ich mir die hole. Das schafft hier bei Mezco nicht wirklich irgendwas. Da sind aber noch ein paar, die kommen, die schaffen das definitiv. Hiervon muss ich ganz ehrlich sagen, ist es jetzt nicht unbedingt der Fall. Aber das ist auch gar nicht so schlimm, weil ja, es gibt genug Leute, die kaufen das und es gibt genug Leute, denen gefällt das. Nur weil mir das nicht gefällt, heißt es ja nicht, dass das nichts sein muss. Ne? Dann würde ich sagen, dann machen wir mal direkt weiter. Und zwar erzählt uns jetzt der gute Marcel mal, was denn Diamond Select so macht und was er denn alles so toll gefunden hat an deren Stand und vielleicht auch nicht so toll. Ja, Diamond Select, eine sehr bekannte Firma. Unter anderem hatten sie die Star Wars Lizenz zu 1:4 Star Wars Figuren, die man heute noch ganz gut kriegt ab und zu. Unter anderem gab es da auf meinem Kanal die Reviews zu den ganzen 1:4 Figuren. Da werde ich demnächst mal einfach was nachholen und für Nordbomb hochladen. Da kann man auf jeden Fall noch mal ein Auge drauf werfen. Der Darth Maul in 1:4 von Diamond Select, den es für 50 Euro gibt oder gab. Absolut mega Figur. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit Hot Toys oder sonst irgendwas. Aber für 50 Euro einen 1:4 großen Darth Maul mit Stoffkleidung und allem drum und dran. Hey, also ich bitte euch. Unter anderem hat Diamond Select aber auch die Marvel Legends Line, Marvel Select Line, sorry, jetzt habe ich mich selber in meinem eigenen Wort verhaspelt. Marvel Select, unter anderem, ja, gerade rausgekommen, der Carnage, den ihr auch natürlich hier auf Nerdbomb findet, eine Mega-Figur, drei Köpfe, auswechselbare Hände mit Waffen und Tentakeln und keine Ahnung, also alles dabei. Und die machen richtig schicke Sachen, denn, zum Beispiel auch diese, ja, Banks, Mensch, das deutsche Wort. Spardosen. Spardosen, fällt mir immer wieder nicht ein. Unter anderem gerade rausgekommen, könnt ihr eigentlich auch schon in jedem Comicladen hier auch in Deutschland kaufen, der 1:4 große Alien-Kopf, ja, von einem Alien-Warrior, als Spardose, mega geil gemacht. Und der Schlitz ist auch so angebracht, dass es nicht auffällt. Also selbst wenn ihr es nicht als Spardose nutzen wollt, könnt ihr das so hinstellen. Der Bombo hat von mir zum Geburtstag einen Darth Maul gekriegt. Das ist auch Diamond Select. Und der ist super, oder? Also sogar mit beweglichen Armen. Vor allen Dingen ist das sowas, wenn du dir den anguckst, und das ist oftmals nicht so der Fall, alle Star Wars Fans werden mich töten und die werden auch denken jetzt, was? Bombo hat sowas? Ich habe von meiner Oma mal eine Jar Jar Binks Spardose gekriegt. Okay, ganz ruhig. Ich habe mir die nicht gekauft und ich wollte die auch nicht, aber ich konnte die ja nicht vor den Augen von meiner Oma wegschmeißen. Auf jeden Fall besitze ich dieses Ding immer noch ganz irgendwo tief vergraben auf dem Speicher und die habe ich irgendwann vor kurzem mal wieder in der Hand gehabt und da hast du gesehen, boah, da wurde übergemalt an den Zähnen und was weiß ich, das ist halt die billigste der billigen Scheiße. Das ist bei dem hier nicht der Fall. Ja, das ist, ist halt, wie gesagt, eine Spardose, aber hat wenigstens trotzdem, du kannst den Kopf bewegen, du kannst die Arme bewegen und der Paintjob ist geil für so eine Spardose. Also man muss es halt immer in Relation setzen. Für eine Spardose ist das genau, super. Genau, die 20 Euro kostet. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ja. Unter anderem kriegt ihr auch momentan einen Alien Eye. Das ist 1:4. Das ist einfach immer die Größe.
von diesen Sparlosen. Also wenn ihr irgendwelche 1:4 Figuren habt, wie zum Beispiel die NECA 1:4 Figuren, dann passen die dazu. Ja? Und da kommt jetzt unter anderem ein Predator raus, sowohl mit der Maskenversion als auch Unmasked. Die sehen mega aus. Ja? Wirklich, ich finde sie mega gut. Das sind Spardosen für 20 Euro. Und die sehen richtig gut aus. Und dann wird es auch eine Alien Queen geben. 1:4 Alien Queen Kopf, ja, mit als Spardose. Und es wird eine Keks, Keramik-Keks Alien Dose geben. Ja, das Ding sieht so geil aus. Hammer. Und ihr wisst ja, wer das kaufen wird. Ja, und die kostet 40 Euro. Also 40 Dollar. Diese scheiß Keramik Alien Dose, ja. Aber die Kekse schmecken viel besser dann. Ja, richtig, die Kekse schmecken viel besser. Aber natürlich Alien-Kekse. Aber natürlich haben sie nicht nur das, sondern sie haben unter anderem auch die Ghostbusters-Line jetzt. Bin ich nicht so der Mega-Fan von. Muss aber sagen, die Figuren sehen nicht schlecht aus. Gerade Slimer gefällt mir sehr gut mit 3 Köpfen. Ja? Die sieht spitze aus. Und auch die Gotham-Line, ja, zu der Serie Gotham. Super gemacht. Da ist nur ein Stinker bei. Das wird euch gleich der Okan mit Sicherheit erzählen. Deswegen halte ich mal die Klappe. Ansonsten ist die Line super gemacht. Ausreichend Bewegungspunkte. Sculpting sieht super aus. Painting sieht klasse aus. Und das ist halt auch was Diamond Select sich eigentlich immer auf die Kappe schreiben kann. Painting und Sculpting sind bei denen wirklich immer gut. Was man anmerken muss, viele meckern manchmal rum bei der Marvel Select Line. Oh, die haben ja gar nicht so viele Bewegungspunkte und gerade die älteren Figuren davon sind teilweise die Bewegungspunkte völlig unmöglich gesetzt. Das liegt daran, dass es Lizenzverträge gibt für unterschiedliche Firmen, die gleiche Lizenz haben. Und Diamond Select darf bei Marvel Select Figuren nur 18 Bewegungspunkte verbauen. Ja, egal wie sie es machen, es dürfen nicht mehr sein. Und das liegt daran, dass die Hauptlizenz halt bei Hasbro liegt. Hasbro oder Mattel? Hasbro ist, glaube ich, das mit Marvel Legends. Und die dürfen einfach nicht mehr Bewegungspunkte verbauen. Klingt komisch, klingt auch völlig lächerlich, ist es auch, ja, in meinen Augen. Aber dafür hauen sie es dann über das Painting und das Sculpting raus. Denn der Marvel Select Carnage, der frisst diesen Marvel Legends Carnage, der vor ein paar Monaten rauskam, einfach mal zum Frühstück. Ja, und auch der Venom letztes Jahr, der rausgekommen ist von Marvel Select, eine absolut geile Figur mit 3 Köpfen und weiß ich nicht was alles, findet ihr natürlich unter anderem hier auf Nerdbomb in der Review. Und ja, das ist mein Teil zu Diamond Select. Von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Mal gucken, was davon sich in meine Sammlung und für Reviews hierher bewegt. Aber definitiv werdet ihr da auf jeden Fall was sehen hier auf Nerdbomb. Okay. Ja, Okan, wie sieht's bei dir aus? Ist Diamond Select für dich ein Begriff? Und wie findest du so die ganzen Sachen, die du hier an deren Stand sehen kannst auf der Comic-Con? Ist da für dich was dabei oder eher uninteressant? Auch wieder eher uninteressant, weil so Ghostbusters interessiert mich jetzt nicht wirklich. Ist halt nicht meine Zeit gewesen. Aber die Gotham-Figuren finde ich allesamt sehr gut. Aber wie der Marcel gesagt hat, finde ich den Head vom Gordon ganz schön scheiße. Der ist beautiful, ja. Ja. Und dann hätte ich aber noch eine Frage. Diese Diamond Select machen ja diese Spardosen. Ja. Haben die auch irgendwie von Spider-Man und Batman und genau, so Spardosen gemacht? Genau, die haben Spardosen eigentlich von allen Lizenzen. DC, ja, Marvel. Die habe ich nämlich mal gesehen und die sind eigentlich ganz cool. Ja, die kriegst du in jedem. Ach so, du wolltest fragen, ob es auch, ach so, jetzt verstehe ich, was du fragen wolltest, ob es die auch von Frozen gibt. Ja, die gibt's auch. Und Okan, kein Problem. Okan, die von Frozen habe ich dir auch schon zurückgelegen lassen bei mir im Comicladen. Schicke ich dir dann. Das sollte doch geheim bleiben. Ah, Entschuldigung. Die machen jetzt alles. Aus. Na gut, ich muss es sagen, ich bin ein Mädchen, tut mir leid. Ich habe nur eine tiefe Stimme. Ja, du darfst weitermachen. Ja, soweit war ich eigentlich fertig. Die Catwoman fand ich von der Gotham-Line am besten. Ja, die ist super. Und vom Rest, ja, ist halt nicht mein Ding, Ghostbusters halt, ne?
Okay. Ja, ich finde eigentlich so, was du hier siehst, sehr cool, weil ich einfach finde, dass das vom Paintjob alles halt sehr sauber aussieht und sehr cool. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, kommt es dann im Endeffekt so raus, wie wir es hier sehen? Das bleibt immer abzuwarten. Ansonsten, Bewegungspunkte reichen mir. Wir haben sogar teilweise einen App-Crunch hier. Also ist wirklich sehr cool. Die Anzahl, was haben die für eine Anzahl an Das Bewegungspunkte, Marcel? weiß Was ich haben die nicht. so in der Also Regel? ich weiß nur, dass Aber es was schätzt du so? Du kennst dich da ja ungefähr aus. zwischen 20 und 25. Okay, ja, und Also dann völlig denke ich, für ausreichend. die, genau, für die Qualität, die du hier siehst, wie gesagt, die Cat sieht sehr cool aus. Ich finde auch, dass der Pinguin halbwegs gelungen ist. Der sieht dem Schauspieler einfach überhaupt nicht ähnlich, aber Ja, gut. die Figur an sich sieht einfach sehr cool aus. The Riddler, mega, mit dem Schreibtisch und Das Stuhl sollte man und vielleicht auch nochmal Tasse erwähnen, ne? und. Dass Diamond Select halt eine Firma ist, die sehr gelobt und sehr geschätzt dafür ist, dass sie ihren Figuren eigentlich immer oder zumindest zum Großteil immer richtig geile Building-Sets dabei packen. Die Monsters Line zum Beispiel, Universal Monsters Line, wo du, wenn du alle Figuren sammelst davon, dir ein riesiges Set zusammenstellen kannst mit Tischen, Stühlen und Environment. Das sieht sehr geil aus. Und da hat Diamond Select definitiv einen Stein im Brett für. Ja, also wie gesagt, sieht alles irgendwie sehr sauber aus, sehr cool, was sie da machen. Ich mag das total, dass du solche Environments dazu bekommst, weil an sich bin ich halt komplett raus aus diesen kleinen beziehungsweise Small-Size-Figuren, wie man so sagt im Denglischen. Das ist gar nicht mehr so mein Ding. Sowas könnte mich aber dann definitiv doch schon auch mal wieder zurückbringen, wenn du dann einfach nicht so eine planke kleine Figur irgendwie in die Vitrine schmeißen musst, sondern du hast was dabei, was irgendwie ja ein bisschen mehr was hermacht. Dann finde ich, kommt das für die Figuren ganz einfach um einiges cooler rüber und macht die auch um einiges hochwertiger. Ich persönlich muss jetzt sagen, es gibt das ein oder andere, was mir rein von der Lizenz natürlich mega gut gefällt. Das ist natürlich Alien und Predator, ist ganz klar. Ich finde, für Spardosen sind die mega gesculptet. Also gerade der Mask Predator, der erinnert mich so ein bisschen von den Proportionen an die Blu-ray Edition, die es da gab. Die finde ich nicht ganz so. Der Unmasked sieht mega aus. Also für eine Spardose sieht der absolut richtig sensationell cool aus. Wenn der Okan, der fiese Sack, sagt, dass Ghostbusters nicht mehr seine Zeit war, komme ich mir gleich vor wie 140. Das ist schon total crazy. Aber der Okan Ich kriegt ja jetzt finde, auch seine eigene Ghostbusters-Reihe. so sieht's aus. Aber er Nein, kriegt die hochwertigen. Richtig, genau. Die besten. Genau. Ja, also ich finde, auch so vom Aussehen her sehen die sehr cool aus. Gerade für Ghostbusters-Fans sicherlich richtig geil. Wenn mich nicht alles täuscht, hatte damals doch die ganze Ghostbusters-Line Mattel oder so. Ja. Da scheinen die wohl die Rechte Warten die verloren zu Rechte. haben, wenn man das so sieht. Ja, dann würde ich sagen, das war's soweit. Also da ist jetzt nichts unbedingt dabei. Wenn ich irgendwann mal im Comicshop bin oder so und da läuft mir mal so eine richtig geile Spardose über den Weg oder so, die du dir irgendwie mal auf den Schreibtisch stellen kannst oder so, dann wäre das für mich auch Tutti, dann würde ich das machen. Aber da ist jetzt nichts, wo ich irgendwie sagen müsste, ja, da freue ich mich drauf, das werde ich definitiv ordern. Da kommt aber noch das eine oder andere, verspreche ich euch. Ich bin zwar sehr fixiert auf One-Six-Scale, aber ich sehe dann doch schon auch, wenn es was anderes Geiles gibt. Na gut, dann machen wir mal direkt weiter und der Marcel erzählt uns mal ein bisschen was über McFarlane, die ja unter anderem bekannt sind für ihr Spawn-Franchise, wo sie viel rausbringen, oder Halo. Sie haben die beiden Walking Dead-Lizenzen, nämlich zum Comic und zum Film und zur Serie und auch, ja, sie haben auch die Game of Thrones-Lizenz und sind jetzt momentan in aller Munde wegen ihren Building-Sets, die sie da haben. Und ja, Marcel, erzähl uns mal, was ist McFarlane so und was sagst du zu dem ganzen Zeug, was sie ausgestattet haben. Ist da was dabei, was dir gefällt oder nicht so? Ja, McFarlane hat für mich in meinen Augen in den letzten Jahren sehr stark abgelassen. Sie waren mal dafür bekannt, dass sie mega geile Sculpting und mega geile ja, Paintjobs in ihre Figuren gepackt haben. Das lag daran, dass eigentlich alles, was heute NECA ist, früher mal McFarlane war. Also auch der Randy Falk war mal Angestellter von McFarlane. Und auch all seine Leute waren mal Angestellte von McFarlane. Dumm gelaufen, jetzt haben sie ihre eigene Firma und sind viel geiler und viel besser. Und McFarlane geht in den letzten Jahren ein bisschen den Berg runter. Bestes Beispiel sind die Assassin's Creed-Figuren. Ist der absolute Bullshit, den es vorm Herrn gibt, ja. Ihre Möchtegern-Größe, die überhaupt zu nichts passt, ja. Also die passt weder zu Dreiviertelfiguren noch zu 6-Inch-Figuren, weil sie irgendwo dazwischen liegen. Jeder Sammler, der 6-Inch-Figuren sammelt, kann sich diese Figuren nirgendwo hinstellen, weil die halt einfach dann aussehen wie die kleinen Kinder.
davon. Und das geht halt einfach gar nicht. Und daher fliegt McFarlane bei mir eigentlich komplett unten durch. Jetzt haben sie diese Building-Sets. Und die Walking Dead-Building-Sets gibt es ja schon eine ganze Zeit. Circa 3 Monate, würde ich sagen, sind die auf dem Markt. Das Problem ist, die ersten Bilder davon sahen damals richtig gut aus. Letztes Jahr auf der Comic-Con wurden die vorgestellt. Und ich habe gedacht, Alter, wow, wie geil ist das denn? Ja, ein Mix aus Lego und Realistik, ja, so ein bisschen. Und die Walker sahen, also die Zombies sahen mega geil aus. Auch Daryl auf seinem Chopper sah mega geil aus. Und dann hast du Daryl und dieses kleine Building-Set gekauft für 40 Euro. Ja, 40 Euro für ein paar Blöcke Scheiße. Und dann hast du das zusammengesteckt. Und das sah aus wie, wie halt eben nur mal so 2 Zentimeter Figuren aussehen. Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich sehr voreingenommen momentan. Diese Building-Sets auch von Game of Thrones sehen richtig geil aus, ja. Der Thronraum, da mit dem eisernen Thron und so weiter, auch der Drache und auch die Walking Dead hier, der Wohnwagen und sowas und auch das Prison und weiß ich nicht was, das sieht mega gut aus. Es sieht halt einfach nur in echt nicht so aus, ja, und ich werde demnächst mal ein Set, ein kleineres Set, weil mehr als 30 Euro gebe ich dafür nicht aus, werde ich euch mal reviewen. Und sollte es mir doch gefallen, fresse ich meine Worte. Aber nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, muss ich sagen, meh. Okay, also nicht ganz so erfreut. Nee. Okan, wie sieht's bei dir aus? Wären die Building Sets an sich was für dich? Gefällt dir das, was du da siehst? Oder ist das gar nicht so dein Ding? Und allgemein, kennst du McFarlane? Hast du vielleicht schon mal Figuren gehabt? Nee, für mich ist es jetzt nichts. Also McFarlane kenne ich, ich habe aber keine Figur von denen. Auf den Bildern wirken sie ganz gut, aber der Marcel hat ja gesagt, dass sie in echt anscheinend nicht so toll sind, was ich eigentlich sehr schade finde, weil das dann ganz schöner Wucher wäre, sag ich mal. Ey, das eine und, Set mit diesem Prison Gate und mit diesem Tower, das kostet 80 oder 90 Euro, ja. Und das sieht halt einfach aus wie Kinderspielzeug. Entschuldigung. Ja, dann ist es natürlich sehr scheiße eigentlich, weil ich dachte eigentlich, dass eine gute Alternative wäre, um halt so coole Szenen, sag ich mal, darzustellen. Aber wenn es dann halt aussieht wie Kacke, ist es natürlich Kacke. Okay. Ja, sonst noch irgendwas, was dir gefallen hat oder nicht gefallen hat da? Nee, sonst nichts eigentlich. Okay. Ja, ich muss sagen, sieht das so aus, wie es da ist, dann ist das so eine geile Idee und dann wäre das ein absoluter Verkaufsschlager, ja. Weil wie geil sieht denn die Szene bitte mit dem Gefängnis mega aus? Das sieht so Porno aus, wie geil sieht die Szene mit dem Wohnwagen aus? Das erinnert mich, wenn ich das so sehe, an richtig geil gepaintete und mega cool erstellte Warhammer-Figuren, ja, und Landschaften. Genau das. Und da gibt's halt sehr viele, die das richtig drauf haben mit dem Painting, genau. Und dann sehen diese kleinen Warhammer-Figuren nämlich abnormal aus. Das ist sowas für mich, das kann ich bis heute nicht wirklich nachvollziehen, wie Leute solche kleinen Figuren so krass painten können bis ins letzte Detail, das ist so irre. Und dementsprechend dachte ich, ey, wenn die jetzt wirklich auf diesem Niveau diese Figurensets rausbringen, das wird der Kassenschlager, ja. Weil du kannst hier so ein richtig geiles kleines Setup und Dio zusammenbauen, machst eine kleine Plexiglashaube drüber, beleuchtest es schön, stellst es irgendwo auf den Schrank oder so, das sieht so geil aus. Wenn das jetzt von der Qualität her natürlich wirklich so schlecht sein soll, wie du sagst, dann ist das natürlich was wieder mal, das ist diese typische Comic-Con-Strategie oder Messen-Strategie an sich, die sie alle durch die Bank wegfahren, die mich total stört. Das ist das, zeigt Prototypen, schreibt dazu, es ist okay, Prototypen, aber zeigt bitte nichts, was in der Woche in den Handel kommt, was angeblich so und so aussehen soll und ihr schafft das dann nicht und das ist sehr schade. Und ich habe immer noch so eine, ja sagen wir mal, so eine leichte hintergründige Zuneigung zu McFarlane, weil die ersten Spawn-Figuren waren der Hammer. Sowas gab es hier in Deutschland noch nicht. Die waren von dem Paintjob und von der Qualität her, die sahen so mega aus, wenn ich mich an diesen einen Spawn erinnere, der dieses Tuch um den Mund gebunden hat mit den 2 riesen Knarren in der Hand und den Ketten umgehangen. Das sah alles so
geil aus. Das war einfach der absolute Oberhammer. Die gab es ja bei uns nicht frei verkäuflich. Die gab es nur in Comicläden. Die hast du nicht im Toys R Us oder so gekriegt. Da waren wir ja immer sehr neidisch drauf. Finde ich schade. Wie gesagt, der Todd McFarlane ist ja der Meister da drin, den Leuten was zu versprechen. Es kommt ein neues Spawn-Film, es kommen neue Spawn-Figuren, es kommt gar nichts bis jetzt. Finde ich relativ schade. McFarlane ist in einer Sache sehr gut geworden und das sind richtige Statues. Also der hat eine Halo 4 Statue gemacht, die war zu kaufen für um die 200 Euro mit Master Chief drauf. Die kriegst du inzwischen nur noch für 500 Euro auf eBay. Die ist unbezahlbar geworden, das Teil. Und das sieht auch mega cool aus. Also da scheinen sie wohl das ein oder andere dann doch schon mal richtig zu machen. Ich bin sehr gespannt auf deine Review. Ich hoffe, du frisst deine Wörter, weil das Prinzip ist halt sehr geil. Es wäre sauschade, wenn sie das Lego und echt ist halt schon eine geile Idee, ne? Aber jo. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade mal während des Podcasts für 40 Euro bei Amazon Prime mir das Building Set vom Governor gekauft, mit dem Governor Room und den im Hintergrund. Die sollen sogar beleuchtet sein, diese kleinen Aquarien und sowas. Sind sie wohl auch mit LED, natürlich. Das wird es dann demnächst geben. Da Amazon Prime auch von DHL sofort ausgeliefert wird, werden wir das wahrscheinlich schon nächste Woche sehen. Danke. Ja, da bin ich gespannt. Dann hoffen wir mal, der Podcast hier geht noch ein bisschen länger, dass du mir auch ein paar Sets kaufst. Also wie gesagt, ich hoffe, das ist halt immer so eine leichte Hoffnung. Man weiß ja halt auch nie, ne, der eine Reviewer sieht so oder so. Wenn du das dann reviewst und ich sehe dann, das ist halt scheiße, dann gebe ich da auch schon was drauf und dann wäre das schon sehr schade, weil das waren wirklich so Sachen, wo ich gedacht habe, oh, ja, kommt halt auf den Preis drauf an. Ich meine, du hast natürlich auch gerade Preise rausgehauen, die sind fernab von Gut und Böse. Ich habe mir das alles so ein bisschen humaner vorgestellt. Aber alle, die irgendwie kleine Nichten oder Neffen haben und kaufen den Lego zum Geburtstag, die wissen, was die kleine Scheiße kostet. Also das große Tower-Set mit dem Gate kostet bei Amazon Prime aktuell 70 Euro. Den Governor Room 40 Euro und das kleine Mini-Set, ja, was wirklich nur besteht aus Daryl, seiner Maschine, einem Zombie und einem 2 Zentimeter mal 2 Zentimeter Stück Straße, kostet 25 Euro. Boah, das ist natürlich, ich meine, klar, bei diesen ganzen Sachen, man muss ja immer wieder zitieren, wie bei allen Sachen, da hängt natürlich Lizenz mit drin und was weiß ich. Aber die Materialkosten sind nicht so groß. Und wenn du dann nicht die Qualität wieder bekommst, dann ist es eine Frechheit. Wenn du diese hochwertige Qualität bekommst, die du da siehst, dann würde ich halt wirklich noch sagen, ah ja gut, Qualität hat halt ihren Preis. Und wir als One-Six-Scale-Sammler, wir wissen das ganz besonders, dann ist das okay. Wenn das dann halt nicht der Fall ist, dann ist das halt schon was, wo man sagen muss, oh, da könnte man dann auch schon mal so ein bisschen kotzen. Na gut, dann machen wir weiter und zwar mit der nächsten Firma. Ich hoffe, ich butcher den Namen nicht komplett und zwar reden wir jetzt über Biff Bang Pow. Nein, hast du wunderbar gemacht, so heißt die Firma. Ich komme mir gerade vor wie im 60er Jahre Batman-Film. Wir reden jetzt über Biff Bang Pow, Penny Dreadful Line, 6-Inch Line und der gute Marcel wird uns jetzt erstmal erklären, was Biff Bang Pow, ich werde es übrigens jetzt jedes Mal so aussprechen, was das für eine Firma ist, was die vielleicht noch gemacht hat und wie du denn die Figuren findest. Ja, Biff Bang Pow ist eine Firma, die sich nämlich genau das auch auf die Kappe schreibt. So für Figuren im 60er-Jahres-Style. Unter anderem haben sie die Big Bang Theory-Figuren gemacht. Die sehen halt auch mega kacke aus. Ja, sie haben sowohl gibt es da 6-Inch-Figuren, wie aber auch kleine Puppen und weiß ich nicht was. War das nicht deine Daenerys? War die nicht von denen? Nein. Fällt mir gerade auf. Okay. Daenerys Targaryen ist von einer anderen Firma, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, scheiße. Egal. Funko. Nur die Verpackung habe ich gerade gesehen. Funko. Okay. Weil ich habe gerade die Verpackung gesehen von diesen Dingern da hinten und die sieht halt original aus wie das von versuchen der Daenerys aber gerade alle. Das ist diese typische, das ist dieses Hasbro Star Wars Black Series Syndrom. Genau. Aber Biff Peng Pow hat eben auch Puppen gemacht. Es gibt zum Beispiel einen Talking Sheldon, ja, den man sich aufs Sofa setzen kann, der mit einem redet, ja. Die haben also wirklich viele Lizenzen von Retro-Figuren, sage ich mal, bis hin jetzt eben auch neuerdings die Penny Dreadful Line. Und das ist deren erster Take, sage ich mal, in die bewegliche Action-Figuren-Line-Seite-Dingens. Ja? Und die sehen nicht schlecht aus. Also es gab von Biff Bang Pow unter anderem auch die Dexter-Figuren.
zu der Serie Dexter, auch eine Review auf meinem Kanal damals zu finden. Die sind nicht schlecht gewesen, hatten aber maximal 5 Bewegungspunkte, hatte aber gutes Zubehör dabei. Also so eine kleine Schürze war dabei und so eine Maske, diese, damit das Blut nicht ihm ins Gesicht spritzt und sowas. Also die, und ein Stoff-Overall hatte er an, also die sahen nicht schlecht aus. Und das ist jetzt eben die Penny Dreadful-Line anscheinend, der erste Take in diese 6-Inch-Figuren-Welt. Und ich muss sagen, die Figuren sehen auf gar keinen Fall kacke aus. Was mir auf den ersten Blick auffällt, ist, dass die Bewegungspunkte eher so aus den 60er Jahren sind. Anscheinend ein Swivel bzw. so ein Drehjoint in der Schulter, ein ganz normaler, simpler Elbow-Cut. Und kein App-Crunch, die Beine wahrscheinlich Balljoints mit einem hässlichen Cut im Oberschenkel zum Drehen. Da muss man, doppelte Kniegelenke, sehe ich gerade. Sculpting, Painting ist okay, aber ich bin noch nicht so von überzeugt. Also sie sehen nicht scheiße aus, aber sie sehen auch nicht super mega toll aus. Okay. Ja, wie sieht's denn bei dir aus, Okan? Was sagst du zu den Figuren? Wären die für dich was? Der Marcel und ich, wir sind ja bekannterweise große Fans der Serie. Sagt die dir überhaupt was? Leg mal los. Nee, ich habe das noch nie gehört, noch nie gesehen. Deshalb sage ich dazu auch lieber nichts. Wenn der Marcel sagt, ja, er findet sie ganz gut, glaube ich ihm das, aber ich äußere mich nicht dazu. Okay, ihr habt ja also gerade live gehört, dass er nicht die Review zu Penny Dreadful gesehen hat, die wir gemacht haben. Dementsprechend entsorgen wir den sofort aus dem Podcast. Das war's natürlich. Also ich muss sagen, die Figuren sind sehr cool. Was der Marcel gesagt hat, finde ich auch. Das Sculpting ist super. Das Painting ist zu flat. Wenn wir das vergleichen zum Beispiel mit Diamond Select oder so, was wir jetzt angeschaut haben, allein nur bei den Head Sculpts, das ist halt einfach glatt Hautfarbe draufgeklatscht. Ja, da ist irgendwie, da gibt's kaum Details am Gesicht oder so. Das finde ich jetzt nicht so super. Ich finde aber, die Likeness ist bei manchen echt richtig geil. Bis auf den Damien, den wir in einem Shot sehen. Der sieht halt, keine Ahnung, was mit dem passiert ist, aber der sieht halt aus, als hätte ihn der Praktikant in der Garage gesculptet. Der sieht schon richtig kacke aus. Ansonsten, die anderen sind teilweise schon von der Likeness her auch ganz cool. Man muss halt immer sehen, was die auch bei unseren Preise wohl kosten können. Ich sehe gerade hier, auf jedem Schild steht $25. Das ist ja in der Regel leider Gottes heutzutage schon bei uns immer gleichzusetzen mit 20 bis 25 Euro. Das würde ich nicht bezahlen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also das wäre es mir definitiv nicht wert. Also das finde ich jetzt nicht ganz so toll. Na gut. Dann würde ich sagen, wir machen mal weiter und machen mal mit Marcells Lieblingsfirma weiter, und zwar Hasbro. Und würde sagen, aber nicht mit seinem Lieblingsthema Jurassic Park, sondern mit was anderem. Und zwar ist natürlich ganz klar, im Dezember kommt Star Wars Episode 7. Dementsprechend haben eigentlich alle drauf gewartet, dass auf der Comic-Con ziemlich eskaliert wird an Star Wars Toys. Kann ich euch schon mal so viel vorne wegnehmen, ist nicht passiert, komischerweise. Nee. War ich total geschockt. Ich dachte, wir sehen vom Aschenbecher bis keine Ahnung, zum Kondom, einfach alles von Star Wars. Aber das ist noch nicht so krass angelaufen. Die ganze Merchandise-Welle soll, so viel ich weiß, Ende August bzw. Anfang September schon anlaufen. Also teilweise Toys. Das heißt, da werden wir wie immer von den Toys vorher schon gespoilert. Dementsprechend hätte ich es ganz cool gefunden, wenn sie das vielleicht auf der Con hier schon gemacht hätten. Ja, Marcel, was sagst du denn zu Hasbro, was Hasbro so vorgestellt hat? Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt nur Star Wars Zeug gesehen von Hasbro. Ich habe auf andere Sachen nicht wirklich viel Wert gelegt, beziehungsweise ist mir auch nichts unter die Augen gekommen. Vielleicht hast du da ein bisschen mehr gesehen. Hau mal raus. Ja, also Transformers und den ganzen anderen Kram von Hasbro, hier My Little Pony und so ein Zeugs, habe ich einfach mal überhaupt nicht, gar nicht erst mit reingenommen hier. Das hat auch meiner Ansicht nach nichts hier zu suchen, weil das ist nichts mit High-End-Collectibles. Auch die Star-Wars-Figuren sind meiner Ansicht nach eigentlich nur Plastik-Junk. Jurassic Park, Jurassic World wurde keine neue Line angekündigt, also wurde nichts gezeigt. Auch nicht mal die Figuren, die es schon gibt, wurden gezeigt. Können wir davon ausgehen, dass die wahrscheinlich sich immer noch ins Lächerliche ziehen lassen müssen dafür, dass sie bei den Velociraptoren die Krallen vergessen haben. Wo mittlerweile ja rauskam, dass denen das erst aufgefallen ist, als die schon in der Massenproduktion waren. Also wie lächerlich muss man eigentlich sein? Also es ist wirklich traurig. Hasbro Star Wars Black Inch,
Black Series 6-Inch-Figuren haben wir die neue Line angekündigt bekommen und das nur eine. Ja, ich verstehe es nicht. Also warum hat Hasbro da nicht einfach mal rausgehauen und schon Prototypen gezeigt und sonst irgendwas? Ne, sie haben uns insgesamt genau 5 Figuren präsentiert. Bis jetzt, wer weiß, was jetzt noch kommt, aber ich glaube eher nichts mehr. Wir sehen einen 6-Inch TIE Fighter mit TIE Fighter Pilot. Der ist aus dem neuen Film. Ja, das ist der neue Force Awakens TIE Fighter. Wir sehen außerdem natürlich noch den Clone Trooper aus Awakens. Den habe ich hier gar nicht mit in die Fotos gepackt, weil der war ja auch schon vorher bekannt. Das ist ja ein Comic. Und ich als Star Wars Fan muss natürlich sagen, das sind keine Clone Trooper mehr. Ja, das sind Stormtrooper. Ja, Entschuldigung, Stormtrooper. Das sind, meine ich natürlich. Entschuldigung. Die gab es aber schon vorher, also das war schon bekannt. Wir sehen Ahsoka Tano. Wir sehen sie in ihrem neuen Outfit, beziehungsweise in ihrer erwachsenen Variante aus der Rebels-Version, ja, genauso wie den anderen Macker, ne? Der ist auch aus Rebels, aber halt eben als 6-Inch-Figur in realistisch. Wir sehen Jango Fett und wir sehen einen, die 500. Version von Luke Skywalker. Und das war's. Ja. Mit einem He-Man-Head. Ja, richtig. Bei der Macht von Bespin. Ja, ich habe die Kraft, oder wie war das? Auf jeden Fall muss ich ganz ehrlich sagen, ich war damals, als die 6-Inch-Figuren rauskamen von Star Wars, mega gehypt. Die erste Line und sogar auch noch die zweite Line waren wirklich der Kracher. Ja, die waren richtig gut. Genauso wie der Darth Maul, die waren klasse. Da dachte man, boah, wie geil, Hasbro. Endlich, nach all den Jahren, haben sie auf die Fans gehört, dass sie 6-Inch-Figuren wollen. Mittlerweile ist die 6-Inch-Line zu einer kompletten Lachnummer verkommen. Ja, also da kräht kein Schwein mehr nach. Und ja, keine Ahnung, auf YouTube finden sich ab und zu nochmal Reviews von irgendwelchen Sonderschul-Reviewern zu den Figuren, aber ansonsten will die irgendwie keiner mehr sehen und genauso wie... Das ist Jabba the Hutt. Ja, genau. Oder auch zu... Das ist das Marvel Legends-Syndrom. Ja, Marvel Legends hat so eine riesige Fanbase und es ist halt einfach Bullshit hoch 10. Und ja, wer dafür Geld ausgibt, der hat halt sonst nichts im Leben zu tun. Und so sehe ich es mit der Hasbro 6-Inch-Line leider auch. Da wird es keine mehr von mir für Reviews geben. Außer ich kriege sie geschenkt und dann schenke ich sie gerne weiter. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich mega enttäuscht davon. Ja, Okan, wie sieht's denn bei dir aus? Wäre für dich was dabei, wo du sagst, da hättest du Interesse dran an den paar Star Wars-Sachen, die hier zu sehen sind, oder gar nicht so dein Ding? Also schon mal vorweg, ich kaufe sie alle. Ich finde die super geil. Nein, natürlich nicht. Hasbro finde ich auch immer beschissener. Die wollen halt, ja, wir machen es so günstig, wie es geht und verlangen dafür so viel Geld, wie es geht. Ja, ich finde es einfach, die wirken halt echt billig gemacht. Zum Beispiel, ich habe halt noch diesen Transformers 2 Revenge of the Fallen Optimus, der halt noch auch so ein bisschen Battle-Damage, sag ich mal, hat, so drauf gemalt. Und dann habe ich mir halt vor 2 Jahren oder so diesen Bumblebee geholt. Und der ist halt wirklich im Vergleich zu dem aus Transformers 2 der letzte Dreck. Also der fühlt sich an wie Kacke. Ja, ich bin halt trotzdem Transformers-Fan, was soll ich machen? Und die Star-Wars-Figuren, keine Ahnung. Also den Luke kaufe ich mir vielleicht und stelle ihn hin, damit er es perspektivisch wirkt im Hintergrund. Nein, nichts davon. Nö. Okay. Ja, ich muss sagen, dadurch, dass die Macht ja durch meine Adern fließt und ich ein absoluter Mega-Star-Wars-Fan bin, wird das ein oder andere sicherlich bei mir eintreffen. Aber sehr wahrscheinlich mit einer Sache, die natürlich ansonsten in größeren Scales unbezahlbar wäre, zum Beispiel halt so ein TIE Fighter. Es gibt nun mal richtig geile Customizer, die machen aus diesen kleinen Hasbro-Vehikeln absolute Mega-Dinger, wie auch den Millennium Falcon oder so, bauen da LEDs ein, machen Battle-Damage dran und so, weil
Ja, das Battle Damage, das Hasbro halt dran macht, das macht meine kleine Nichte auch mit dem Wassermalkasten, das ist kein Problem. Aber die machen halt aus diesen Dingern wirklich absolute Premium-Produkte. Und wenn ich es dann irgendwann mal hinkriege, einen Customizer zu finden, der dann mein Erstgeborenes als Bezahlung nimmt, wahrscheinlich, um so ein Teil zu machen, weil die sind ja auch schweineteuer, dann werde ich mir sicherlich mal so einen Millennium-Falken oder so, den kann man richtig geil in so ein IKEA-Coffee-Table tun, wenn der beleuchtet ist. Ah, wir haben auch bei uns Nerdbump ein, der Christian Gerke oder wie er so heißt, können wir bitte den Nachnamen rausschneiden? Sorry, den Christian, der das richtig gut macht. Und ja, auf jeden Fall wäre das eventuell was, die Figuren ja kommen. Also, ich habe da, es gibt einige deutsche Reviewer, schon vor 2 Jahren, die haben die gereviewt und dann wird da reingezoomt, ne? Bis in die letzte Pore von dem Luke Skywalker und dann, das sieht aus wie Mark Hamill. Nee, das sieht aus wie, als wäre ich auf einen guten Headscape mit dem Schuh draufgetreten. Das sieht nicht aus wie Mark Hamill. Das ist sowas, wo ich mich dann hinstelle und wirklich sage, wie kann das ein normaler Mensch sagen, ja? Und dann hast du dieses komplette Gegenbeispiel bei uns in der One-Six-Scale-Community, da gibt es diese elitären Typen, da siehst du einen mega geilen Headscape, die sagen, nee, also die linke Wimper, die ist off. Also das ist, da seh ich never ever Schwarzenegger. Also tut mir leid, da ihr, guck mal da unten die Lippe, die eine Falte, die war auf dem Screenshot nicht so. Wenn ich mir dann denke, ey, es gibt echt Leute, die erkennen in so einem Haufen Scheiße Luke Skywalker. Das ist dann echt schon Wahnsinn. Damit will ich jetzt nicht alle Leute hier runterziehen, die auf die Figuren stehen. Es ist halt immer objektiv die Meinung, wenn ihr die mögt, Leute sammelt, ist überhaupt kein Problem. Ich finde ganz einfach nur immer, trotz aller Liebe zu irgendeinem Franchise wie auch Star Wars, man sollte auf Qualität gehen. Und ihr habt es auch gesehen, der Marcel liebt Jurassic Park und hat sich auch die ganzen anderen Scheiß-Dinos nicht geholt, weil der erste nämlich schon absoluter Bullshit war. Und dementsprechend gibt es aber gerade bei Star Wars viele Leute, die halt wirklich, steht halt Star Wars drin. Muss ich halt alles kaufen, ja. Man kann es aber auch einfach mal lassen, weil dann raffen die Firmen das vielleicht auch. Wie gesagt, ich bin immer noch geschockt, Richtung Star Wars, dass die das schaffen, so viel geheim zu halten. Du siehst keine Toys, du siehst nichts, du weißt über den Film einfach, der kommt im Dezember. Du weißt jetzt, ich weiß über Batman vs. Superman inzwischen mehr als über Star Wars. Das, Ja, aber wie die Star Wars das schafft es schaffen, halt ne? auch, dann kommt so ein Trailer wie heute, der eigentlich gar kein Trailer ist, sondern eigentlich nur so ein Behind-the-Scenes-Practical-Effect-Ding und alle, also wirklich jeder sitzt da und wichst. Entschuldigung, das können wir rausschneiden, das ist mal drin. Ja, jeder hat die Hand in der Hose und weint vor Glück, weil es einfach, man ist da. Ja, die Schauspieler waren da. Sie haben in der Wüste gedreht und nicht vor einem Greenscreen. Und das ist wie mit Figuren, um den Bezug auf die Figuren zu finden. Sie gehen die Extrameile und Hasbro geht schon lange nicht mal mehr bis vor die Haustür. Ja, man sieht es an der 6-Inch-Line, die haben mega angefangen und dann war es denen einfach egal, ja, weil die Kuh kann man ja melken. Bei der Jurassic World Line, ey, da vergessen wir halt die Raptoren klauen. Ach, das wird schon keinem auffallen. Ach, der T-Rex, Mensch, ist doch scheißegal, ob der Unterkiefer aussieht, als ob er Überbiss hat. Mensch, ist eine alte Oma. Passt schon. Geht halt gar nicht, ja. Aber sie machen weiterhin Geld damit. Und solange sie Geld damit machen, wird Hasbro auch immer noch eine Monopolstellung bekommen und haben und nie verlieren. Und ich freue mich drauf, dass NECA zum Beispiel eine Firma ist, die immer größer und immer stärker wird. Und da sitzen 30 bis 40 Leute, die da arbeiten und diese Figuren bauen, ja, die Prototypen bauen. Und das ist auch ein guter Vergleich. Die sitzen da wirklich mit Nerds. Da sind die Schreibtische sind mit Tausenden von Figuren von allen Firmen gefüllt, um sich wirklich das Bestmögliche an Referenzmaterial ranzuschaffen. Und ja, bei Hasbro sind wahrscheinlich die Schreibtische gefüllt mit Geldscheinen und Arschleckern, ja, wo man halt eben auch mal sagen kann, ja, scheiß halt drauf, sind ja nur Fans. Ja, das Problem bei der ganzen Sache ist halt, wenn man das wirklich aus dem rein finanziellen Standpunkt sieht, wenn wir so eine Firma hätten und verdienen damit Geld, warum sollen wir was ändern? Die Leute sind anscheinend mit dem Standard zufrieden, weil es wird weiterhin gekauft. Es gibt halt Hardcore-Fans wie wir, die sind es nicht. Wir müssen halt eine Sache immer mit in Betracht ziehen und ich würde sogar behaupten, im Gegensatz
zu Neckar, ist Hasbro halt doch schon auch um einiges mehr Kiddie-orientiert. Also Neckar hat dann wirklich Franchises mit Freddy und Jason und sowas, wo man wirklich nicht sagen kann, die sind auf Kinder ausgelegt. Man sieht ja hier schon alleine, dass hier schon in dem ersten Line-Up kriegst du schon zwei Rebels-Charaktere. Da siehst du schon, es ist definitiv, es wird ein bisschen mehr auf die Kinder Wert gelegt. Problem ist nur, man kann das direkt wieder entkräftigen, indem man sagt, wir haben damals aber als Kinder bessere Spielzeug gekriegt, als die da produzieren, weil das sah damals um einiges geiler aus. Und selbst wenn du heutigen Kindern das ältere Spielzeug zeigst, finden die das immer noch genial, weil es einfach, da steckt da einfach ein bisschen mehr Herzblut drin. Und wer weiß, wer doch mal ein kracher Announcement, Neckar hat die Star Wars Lizenz, das wäre der absolute Burner, da würde ich mir sicherlich auch das ein oder andere mal anschauen. Na gut, dann würde ich sagen, dann machen wir mal weiter, und das ist dann schon so eher in meine Region und auch eher in Okans Region. Und jetzt sind wir bei den wirklich absoluten High-End-Collectible-Statuen, die Sideshow ausgestellt hat. Ist aber nicht nur primär Sideshow, da ist zum anderen auch Prime One dabei, ist jetzt so ein richtig neues Studio, die wirklich schon Movie-Prop-Quality-Statuen raushauen. Und ich persönlich bin überhaupt kein Statuensammler. Das sind aber dann doch schon so hochwertige Collectibles, wo ich dann auch eher schon ein bisschen mehr behaupten kann, dass ich mich auskenne und die ich auch von der Qualität her sehr cool finde, die für mich aber ja teilweise einfach unbezahlbar sind, weil da sind welche dabei, die gehen in die Tausende. Ach, und Schnapper, da kaufe ich mir eins und eins zum Selbstbemalen. Die sind aber qualitativ alle sehr geil und sehen mega cool aus. Und unter anderem wurde uns das erste Mal präsentiert, Sideshow hat nämlich die He-Man-Lizenz. Das heißt, wir sehen zum ersten Mal einen He-Man und wie ich finde schon mal vorneweg, bevor ich dann nachher nochmal was sage, einen pornösen Skeletor, der absolut überkrass aussieht. Wir sehen vom Prime One absolute Killersachen. Na gut, dann würde ich erstmal sagen, dann legt wie immer erstmal der gute Marcel los. Und Marcel, an sich, stehst du auf Statuen? Würdest du dir Statuen zulegen? Ich weiß ja so, der ein oder andere Dino würde dir sicherlich auch gefallen als Statue. Und was sagst du zu den ganzen Statuen, die du hier gesehen hast? Sticht da was für dich raus? Findest du was besonders geil oder besonders nicht so cool? Ja, ich war nie der riesige Statuen-Fan. Ich weiß gar nicht warum, denn ich habe in den letzten 2 Jahren meine Liebe dafür entdeckt, gerade für Movie-Props. Ich habe momentan, bei mir ist das immer so Welle, ja. Ich war eine ganze Zeit lang auf der 1:6 Welle, dann hat es mich wieder ein bisschen angebrochen und dann bin ich da wieder runter. Momentan bin ich sehr auf der Movie-Prop-Welle und habe ja mir auch selber Sachen gebastelt, meine Talon zum Beispiel aus einer Schaufensterpuppe und sowas. Oder auch die alten Filmplakate, hier das 3D Alien 4 Movie-Poster, wo das Alien so rauskommt und so. Ich bin da momentan sehr angefixt. Bei Statuen allerdings muss ich immer noch sagen, das muss dann schon mega sein. Die sind hier, alle Statuen, die ich jetzt von Sideshow hier reingeknallt habe für alle Bildern, das sind absolute Kracher-Statuen. Ja, da möchte ich überhaupt nichts Negatives drüber sagen. Die sind der Hammer, das kann man schlecht in Worte fassen. Ja? Vor allem haben es mir welche angetan, wovor ich nicht mal weiß, was das ist. Das sind nämlich hier so Monster oder sowas. Wir sehen da so eine Meerjungfrau oder sowas. Also oben sieht es halt wirklich aus wie eine hübsche Frau und dann unter Wasser wird es dann halt so ein Schlangenwesen. Ich kann das gar nicht in Worte fassen. Dann haben wir hier so eine Huntress und so Skelett-Dinger und keine Ahnung. Bombo, weißt du, von wem die sind? Jo, das ist die Eigenmarke von Sideshow. Ich weiß jetzt nicht mehr den genauen Titel. Auf jeden Fall ist es so eine Monsterline, wo sie wirklich komplett, ich würde mal sagen, angelehnt an die Universal Monster so die eine oder andere Monster-Maquette raushauen. Ich komme gerade einfach nicht auf den verkackten Namen von den. Ganz, ganz schwierig. Oglavae. So heißt der Charakter, aber, so. Aber die Line hat The irgendwas mit natürlich. Extensioner. Premium. Ich komme nicht drauf, auf jeden Fall. $599. Das ist eine Line. Yo. Bird of the Dead
vielleicht. Genau, Court of the Dead, glaube ich, heißt die. Ja, genau, ich glaube, das war das. So geil aus. Alter, sehen die geil aus. Also da ich habe die gesehen, die hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also ich habe die Bilder rausgesucht hier für den Podcast halt selber, weil ich bin halt nicht so der Mega-Statuen-Fan, wie ich es ja gerade schon gesagt hatte. Und war völlig weggeflasht von denen. Also wie gesagt, gerade diese Meerjungfrau, die halt, wo du wirklich so, du hast diesen Oberwasser-Cut, sag ich mal, das hört sich total gedenglisch an. Also der Oberkörper guckt aus dem Wasser raus, du siehst halt eine Frau mit Titten und keine Ahnung, sieht halt schon ein bisschen aus wie ein Monster, aber halt eben noch hübsch, und dann geht's unter Wasser weiter mit diesem riesigen Snake-Buddy, sag ich mal, wo da noch so ein paar Leichen dranhängen. Alter, das sieht so dermaßen geil aus. Aber auch die Lobo-Statue. Alter, what the fuck? Ich glaube, das ist die der Nanny D, glaube ich, gerade hat. Ja, die hat er sich, glaube ich, gerade gekauft. Die sieht auch richtig gut aus. Eieiei. Auch der Joker, der Heath Ledger Joker. Mega. Die Wonder Woman. Ach nee, das ist gar nicht Wonder Woman. Das ist, was ist das? Russland Woman? Keine Ahnung. Wonder Woman, Red Sun. Ja, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht, ey, ich kenne mich mit diesen Comic-Dingen halt auch nicht. Aber diese ganzen die sieht halt schon aus wie die Frau, die ich gestern Nacht in der Disco kennengelernt habe und mit nach Hause genommen habe. Also schon lecker. Hm. Ja, nur ohne Penis. Ja, richtig. Die von wie heißt Threadhead? Nee, wie heißt diese Firma, die Catwoman jetzt rausbringt? Die Michelle Pfeiffer Catwoman? Das ist der sogenannte, also der Künstler heißt Trevor Grove. Ich glaube, die heißen irgendwie Trevor Bros oder so. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Trevor. Irgendwas mit Head. Marquette. Irgendwas mit Head hinten. Okay, auf jeden Fall ist diese die Figur, und das ist eigentlich das Besondere, so wie ich es jetzt mitgekriegt habe. Sorry, wenn das falsch ist, aber ich meine, ich hätte es so gelesen. Die ist von dem Trevor Grove gesculptet worden, und das ist jemand, der hat in der 1/6-Scale-Community angefangen und hat einfach Heads gesculptet, ja, so Knock-Off-Heads von einem Harrison Ford und so. Und der hat jetzt auch eine extra, die habe ich bei uns in Nerdbomb gepostet, zu Breaking Bad, solche kleinen comicartigen kleinen Statuen gemacht und hat angefragt offiziell und darf die nicht machen. Die sehen so hammer aus, aber der hat die Lizenz dafür nicht bekommen und hat aber hier die Lizenz für diese Catwoman bekommen, die in 1:6 ist, und die ist der absolute Oberporno. Und auch die beiden Spider-Männer, also sowohl das schwarze Kostüm als eben auch das normale, die sehen so gut aus. Also der Jason mit Stoffkleidung, oder zumindest sieht es aus wie Stoffkleidung, ja, ist der Godzilla, ich kann's, also die sind wirklich richtig Kracher. Mich schreckt halt natürlich der Preis ab. Das ist sau viel Geld, ja, für teilweise 1:6, 1:4 Statuen. Wie gesagt, auch da bin ich ja derjenige. Ich möchte dann schon ganz gern die Figuren noch posen, außer es sind halt vielleicht Dinosaurier, die muss ich nicht posen. Aber der Loki, der Loki und der Thor, gerade der Loki, ich habe jetzt nur ein Bild genommen davon. Es gab da, der Bombo hängt krass. Euch bestimmt vielleicht noch ein zweites hier an, wie man den von vorne sieht. Der sieht, das sieht echt aus. Entschuldigung, aber sag mir, dass das eine Statue ist, oder stell's neben den Schauspieler. Ohne Scheiß. Also, Hammer. Hammer. Ja, und ein absoluter Schnapper. Ja, für 2 Milliarden. Definitiv. Okan, wie sieht's bei dir aus? Erstmal, wie stehst du so zur Statue? Du hast ja vorhin schon mal erwähnt, wenn sie ganz cool sind, bist du da gar nicht so abgeneigt. Sag mal ein bisschen was zu den ganzen Dingern, die du da siehst. Ja, eigentlich sind alle aus den Themengebieten, die ich kenne, ziemlich geil. Vor allem halt echt der Loki. Als ich da mir das Gesicht mehr angeguckt habe, dachte ich echt, das ist einfach der Tom Hiddleston. Was kosten die eigentlich so, weil die halt gesagt hat, die sind richtig teuer, so ab 500 oder so, ne? Ja, also kommt drauf an, was du meinst jetzt den Loki, ne? Der ist von Sideshow, ja, zum Beispiel, glaube ich. So 500 bis 600 Euro kosten die definitiv, was eigentlich schon krass ist, wenn man ganz ehrlich ist, für so einen Teil, ne? Ich meine, die sind ja riesig, aber ist schon viel cooler, ey. Ja, der Preis ist natürlich schon happig. Ja, dann finde ich noch, ich finde ehrlich gesagt, wahrscheinlich lachst du mich gleich aus, diese Red Sun-Version finde ich ganz cool irgendwie. Von Batman und von der Woman. Doch, ich finde sie cool, ich weiß nicht. Dann finde ich
Bei dem Joker frage ich mich halt, warum die den in so eine komische Pose gebracht haben, so halb in den Knien, sag ich mal, anstatt halt aufrecht. Weil das die ikonische Heath Richtig, Ledger-Pose und ist, da die die ist Batman-Figur übrigens passt da auch genau auf'm, dran. Also das ist ja, eine die es Szene. übrigens auch auf dem Poster gab. Also das ist so, es gab so ein Poster, wo er sich so runterbeugt mit der Echt? Karte in der Hand. Und daran ist das wohl angelegt. Und das ist halt wirklich, das ist ja die ikonische Joker-Körperhaltung, die siehst du doch Ach auch im so. Film. Ja, dann finde ich noch von Prime One natürlich die Transformers-Figuren richtig geil. Ja, Crazy, ja. zwei Hammer. bis 3.000 Euro bezahle ich jetzt nicht, außer ich verkaufe eine Niere oder so. Die ist noch zu jung. Und der Arkham Knight ist, also die Batman-Figur vom Arkham Knight ist auch von Prime One, oder? Ja. Da zum Beispiel finde ich wieder, es muss halt auch die Pose stimmen. Und der Arkham Knight, der Batman würde halt nie auf so einem Gargoyle so stehen, der wird da gehockt sitzen. Also du willst jetzt eigentlich sagen, dass du tatsächlich den Russen Batman geiler findest als den hier. Was ist denn mit dir Nein, nein. Ich finde nur, dass diese Pose ist halt scheiße. Wenn er auf dem Ja, ich weiß schon, Gargoyle was schon du ist, meinst. sollte er auch in dieser Hocke sein, so wie Du sag mal meinst wie im Spider-Man. Spiel halt auch, wenn er auf dem Genau, Gargoyle kniet, ne? Ja. genau. Das finde ich halt blöd. Ansonsten sind die Statuen halt alle natürlich Bombe. Ja, sind wirklich sehr cool. Ich muss immer sagen, ich habe immer so einen Kritikpunkt an Statuen an sich, warum ich einfach mir das Statuen, natürlich abgesehen von Beweglichkeit, was natürlich klar ist, nie gefallen hat. Und das ist menschliche Charaktere, wirkt der Paintjob immer so flat. Die Gesichter haben nicht, wie bei Hot Toys teilweise, wo du dann fast schon Sommersprossen erkennen kannst und Unreinheiten in der Haut und so. Das wirkt alles ganz glatt und hautfarben. Das ist teilweise hier auch bei der einen oder anderen noch so, aber ey, der Prime One Joker ist der beste Joker, den ich bis jetzt jemals gesehen habe. Egal wo, ob One Six Scale oder so, der Headscarf, das ist der absolute Grail für alle Joker-Fans. Ich finde bei dem Batman die Pose nicht so schlimm. Ich finde einfach den Suit an sich einfach auch, das ist der perverseste Batman-Suit auf dem Planeten. Ich hoffe, den gibt es irgendwann mal in einem Film so in der Art. Ich liebe das mit diesen mechanischen Platten, die sich zusammenschieben und oh, so. Porno. Ja, ansonsten relativ cool. Ich muss sagen, mir gefällt der Joker-Head von der Sideshow-Variante überhaupt nicht. Ich finde, der sieht nicht gut aus. Der sieht aus wie Hot Toys Qualität DX01 von dem ersten. Das ist kein toller. Bitte, man muss. Ich meine, das ist auch ein Euro 50 Unterschied zu der Prime One-Version. Aber die Qualitätsunterschiede sind einfach auch der absolute Hammer. Also der Headsculpt hat mir nicht gefallen. Batman ist cool. Da ist wieder so das Problem, ja, das kann mich einfach nicht anfixen, weil der bleibt immer in dieser Pose. Ich kann da nie was machen. Statue halt eben. Deswegen interessiert mich das nicht so ganz. Selbst der Vader interessiert mich nicht so, obwohl der hammermäßig geil aussieht und echt auch ein absolutes Riesenvieh ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, was ich mir hinstellen würde, wäre der Space Jockey aus Alien. Das ist halt mal ein riesengeiles Ja, der Teil. sieht Und wie mega aus. Hammer würde das aussehen, ehrlich, absolut pornös und halt wie gesagt, Skeletor finde ich richtig fett. He-Man wird momentan wegen dem Headsculpt absolut zerfetzt, was ich nicht verstehen kann, weil zu He-Man, wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es keine Likeness. Wir haben nur eine Comicserie von damals, also eine TV-animierte Serie. Von daher, dass es auf Realismus getrimmt, finde ich vollkommen okay, finde ich sehr geil. Skeletor, wie gesagt, ist ein absolutes Biest. Ja, ansonsten war es das eigentlich soweit an Statuen von dem, was mir gefallen hat. Ja, also der Batman. Ich weiß nicht warum, ich sehe den und ich habe hier dieses, ich habe das Lied sofort im Ohr. Kalinka, Kalinka, sofort. Jedes Mal. Es wäre halt richtig geil, wenn du das spielen könntest, wenn du da vorne drauf drückst. Ja, keine Ahnung, was mit denen da abgeht. Das ist wirklich, das, also es geht völlig an mir vorbei. Das finde ich total Banane. Und natürlich, ey, das Endoskelett. Oh, es ist so Porno. Es sieht so gut aus. Das würde ich mir natürlich auch hinstellen. Ein absolutes Hammerteil, wie ich finde. Also sehr geil. Na gut, dann machen wir mal weiter und kommen zu einer Firma, die ich persönlich sehr cool finde, nämlich Player Sky. Und die haben natürlich auch wieder etliche Sachen vorgestellt und ja, relativ viele Variant-Sachen auch wieder. Und Player Sky ist, ich habe da gerade einen Scherz drüber gemacht, weil ich mag die persönlich nicht so, aber es ist eine sehr beliebte
Toy-Firma, die wirklich richtig gut viel Toys absetzt. Also ist definitiv nur meine verschrobene Meinung. Wie sieht's denn bei dir aus, Marcel? Was sagst du denn zu den ganzen Player Sky-Sachen, die sie da vorgestellt haben? Sind welche dabei, die dir besonders gut gefallen? Und sind vielleicht auch welche dabei, die dir vielleicht nicht ganz so gut gefallen? Ja, Player Sky ist ja eine Firma, die ist wirklich, die spaltet so ein bisschen die Sammlerwelt. Also ich persönlich muss sagen, ich finde eigentlich viele Sachen von Player Sky ziemlich cool, andere Sachen wiederum gar nicht. Zum Beispiel der Predator geht gar nicht. Ja, also da müsste man einfach zu viel Arbeit reinstecken, um den dann so zu haben, dass er okay ist. Meiner Ansicht nach, ja, andere Leute finden den mega gut, ich finde ihn nicht so gut. Boah, der ist so bad. Ja, ey. Richtig, genau. Also das ist halt, ich würde jetzt nicht sagen, er ist so super bad, aber man muss halt viel Arbeit reinstecken. Also ich finde halt zum Beispiel sehr schlecht, dass die Haare ja gefixt sind in eine Richtung, also wie so ein Windwehen. Ey, das sind fucking Dreadlocks, die 5 Kilo wiegen, die wehen nicht im Wind. Ja, wir sind hier nicht in irgendeinem Manga-Film. Und genau da liegt das Problem. Ich bin überhaupt gar kein Manga-Fan und dieser ganze Manga-Scheiß geht mir voll auf den Sack. Aber er hat halt eben sehr, sehr viele Fans, dieser Manga-Scheiß. Und ja, meinetwegen, ja. Zum Beispiel Player Sky mit ihren Variants, ja. Diese DC und auch jetzt Marvel-Variant-Figuren, die halt eben nicht an irgendwelche Comics oder an die Realität angelehnt sind, sondern schon so ein bisschen in diese Manga-Welt driften, die sind auch 50-50, also da sind welche bei, die sehen richtig cool aus. Der Spider-Man zum Beispiel mit diesem Armored-Look, auch der Iron Man sieht sehr gut aus, meiner Ansicht nach. Auch der Venom, der jetzt rauskommt, den wir hier auch als Prototyp sehen, klasse. Ja. Und dann gibt's wieder so Variants wie zum Beispiel die Catwoman, die Harley Quinn oder keine Ahnung was, die sehen kacke aus, SL. Ja. Dann haben wir hier zum Beispiel Batman in tausenden Varianten. Es gibt zum Beispiel hier auch einen Ben Affleck Batman, der wird uns gezeigt. Der sieht gar nicht so schlecht aus. Man sieht halt mit Hartplastik 2-Meter-Cake. Richtig, oh, und genau Gott. Genau da liegt das Problem, was viele, und da, auch da spaltet sich so ein bisschen das Ganze. Viele finden das okay und gut, dass es eben halt gefixt ist in so eine Richtung. Ich persönlich würde da an der Figur, also diese Batman-Figur mit einem Stoffcape, würde ich sofort kaufen. Ja, Neckar kriegt das hin, eine 1:4 Figur mit Stoffsachen zu machen. Aber ich glaube, Player Sky ist und das die auch, sind günstiger. Ja, aber Player Sky will das auch gar nicht. Die gehen da in diese eine stilistische Richtung und die bleiben dabei. Ist konsequent, kann man mögen. Ja, wie gesagt, das kann man denen auch vielleicht sogar positiv ankreiden, dass sie sagen, nö, wir bleiben bei unserem Stil. Dennoch gibt es auch bei dem, es gab jetzt 1, 2, 3 Figuren, da war sowohl ein Plastik-Cape als auch ein Stoffcape dabei. Der Superman zum Beispiel hatte ein Stoffcape und ein Plastikcape, was man wechseln konnte. Vielleicht machen sie es hier ja auch so. Ja, wäre super, ansonsten bastel ich mir ein fucking Cape, ja, was da dran passt. Weil ich finde den super gut, den Batman. Der sieht echt schick aus. Dann haben wir hier zum Beispiel so einen Römer-Batman. Keine Ahnung, anders kann ich den gar nicht bezeichnen. Das sieht halt aus wie so ein Gladiator oder sowas. Der sieht richtig gut aus. Man erkennt nicht, dass es Batman sein soll. Aber ich finde den klasse. Der Thor wiederum geht gar nicht. Das ist halt wirklich so eine Hit-and-Miss-Geschichte. Und ich glaube, man muss da auch wirklich... Ich persönlich finde zum Beispiel diesen Cyber-Batman mit diesen Mega-Flügel-armen Dingens-Krams, der sieht so abgespaced aus, dass er mir eigentlich wieder gefällt. Also irgendwie, irgendwas ist an dem, dass ich sagen muss, okay, das ist jetzt für mich kein Batman, aber irgendwie sieht der geil aus. Wie gesagt, der Römer-Batman oder Gladiator-Batman oder was auch immer das sein soll, der hat auch was, ja, kommt mit so einem Schild und mit so einem Speer und weiß ich nicht was. Die Halo-Figuren, die neuen, gehen auch, ja. Wirst du wahrscheinlich anders sehen, Bombo? Nee, die gehen. Echt? Okay, cool. Ja. Nur halt eben also, um die Ecke und sterben die, dann. Ich bin ja ein riesengroßer Halo-Fan und das ist halt sowas, wo ich mir sage, wenn du zu dumm bist, einen Roboter-Suit zu machen in Hartplastik, ja, dann kannst du eigentlich deine Firma schon direkt zumachen. Und bei den alten Halo-Figuren haben die Hüften gehabt wie eine schwangere Frau aus dem Mittelalter. Die sahen so scheiße aus mit diesem Hüftproblem. Das ist der absolute Oberkack. Und hier ist das absolut gelöst. Was du jetzt hier bei dem Master Chief siehst, das sieht schön aus. Das ist auch ein schönes, detailliertes Modell. Problem ist, PlayArts wird es halt auch bemalen.
Okay, gut, wie gesagt, also ich sehe es bei Playards nicht so eng wie du, aber das ist halt, ich fand zum Beispiel auch die beiden Assassin's Creed-Figuren, die ich hatte, sehr cool, aber nur, wenn man den Hood drüber gelassen hat, da muss ich dir recht geben, ja, aber ansonsten waren die eigentlich recht cool, super viel Zubehör dabei und rund um die 100 Euro, wie gesagt. Wenn ihr da zu doof seid, ich muss es leider so sagen, und kauft dann über eBay oder Amazon für 130, 140 Euro die Figuren, habt ihr selber Schuld, denn im Square Enix Shop in Deutschland kosten die 70 Euro. Ja? Und das ist okay. Ja? Also da kann man nicht meckern. Wenn man aber halt eben, wie gesagt, heutzutage Google nicht mächtig ist, dann, ja, dann tut es mir leid, dann habt ihr halt selber Schuld. Und man kann es halt auch nicht jedem immer wieder auf die Nase binden. Google doch einfach, google doch einfach, google doch einfach. Hast du zu viel Geld, gibst du halt 140 Euro dafür aus, hast du Pech gehabt. Ja? Auf jeden Fall werden einige Figuren, die hier gezeigt wurden, definitiv bei mir landen. Der Iron Man, der Spider-Man, der Venom auf jeden Fall. Der Iron Man. Halt die Klappe hoch, das hat keiner gehört. Ja, die werden auf jeden Fall bei mir landen. Genauso der Batfleck Batman, der wird bei mir landen. Vielleicht sogar der Halo Master Chief. Ja, der sieht nicht schlecht aus. Den finde ich schon gar nicht so scheiße. Mal gucken, der Captain America. Ja, dem. Nee. Ne? Der Hawkman allerdings sieht zum Beispiel, diese Hawkman-Variante sieht richtig geil aus mit diesen goldenen riesigen Flügeln und Gott. sowas. Aber wie gesagt, muss man mögen. Ist halt so ein, wirklich, ist so eine Sache, kann man mögen, muss man nicht. Die Metal Gear Solid-Figuren, ne. Titten können sie. Übrigens hat Player Sky ein neues Feature bei ihren Figuren eingebaut, bei den weiblichen Figuren. Die Brüste sind nämlich aus Silikon, die kann man zusammendrücken. Kein Scherz. Und da möchte ich ganz kurz direkt was dazu sagen. Darauf wird Wert gelegt. Darauf wird Wert, es wird kein Wert gelegt, ob die Scheißfresse gescheit gepainted ist, ob der Hüften hat wie ein Dinosaurier oder was weiß ich. Aber Hauptsache, die Tussi hat richtige bewegliche Titten. Die haben sie nicht mehr alles. Das ist aber auch diese, das ist die Ja, Japano-Philosophie. Das richtig. ist so gestört einfach. Ja. Es tut mir leid, es gibt Und wenn sie 800 noch einen verschiedene ausziehbaren Schlüpper Features. hat, an dem man riechen kann, dann ist es sogar richtig gut. Ja, mit Duftfeature. Richtig. Ne? Also wie gesagt, Oh Player Gott. Sky ist wirklich so eine Hit-and-Miss-Geschichte. Einige Figuren sehen mega gut aus. Der Venom gefällt mir zum Beispiel richtig gut. Ja, wie gesagt, bleibt abzuwarten. Ich habe ja nun einige Player Sky-Figuren hier gehabt und war eigentlich von den meisten recht positiv überzeugt, überrascht. Ich glaube, da war nur eine bei, nee, eigentlich zwei. Also die beiden Alien-Figuren fand ich beide nicht so prall. Bei dem einen war das Knie gebrochen bei mir. Das ist auch so ein Ding. Player Sky hat Quality Control Probleme immer wieder. Ja, das ist so eine Sache, die hat jede Firma, jede größere Firma hat die auch. Es ist immer nur traurig, wenn das gleiche Problem bei allen Figuren auftaucht. Das ist auch so eine McFarlane-Geschichte. Ist eine lustige Anekdote. Ich habe also als Kind zum Movie von Spawn zum Beispiel eine Violator-Figur gehabt, die Exklusivfigur, die so eine große, die ist damals kaputt gewesen am Bein. Ja? Und der Kiefer funktionierte nicht richtig. Jetzt habe ich diese Figur bei einem deutschen Shop wiedergefunden gehabt vor ein paar Monaten oder vor einem Jahr ungefähr, habe mir diese Violator-Figur wiedergekauft, ja? Original verpackt, noch nie ausgepackt, alles schön. Und sie hat nach 100 Jahren immer noch die gleichen Probleme. Also es war nicht nur meine Figur damals, sondern das hat sich komplett durch die gesamte Line gezogen, diese Probleme. Und wieder war das Knie kaputt und wieder war der Kiefer kaputt. Und das hat Player Sky leider bei einigen Figuren auch gehabt. Ja. Okay, wie sieht's bei dir aus, Okan? Hast du schon Erfahrungen mit PlayArtSky? Besitzt du vielleicht eine und was du da so siehst, gefällt dir davon was oder irgendwas besonders nicht? Ja, ich kenne PlayArtSky und habe auch welche. Ich war nämlich der Abnehmer für die Aliens. Gut gemacht, Ja, Marcel. habt ihr das Geld gekriegt, ne? Also alles schön. Dann, also ein paar Figuren finde ich echt grauenhaft, zum Beispiel das Batgirl mit den Fingernägeln, mit dem sie mir den Kopf durchbohren kann. Dann finde ich aber zum Beispiel wieder, zum Beispiel diesen Batman in dem Steampunk-Style,
Den finde ich ziemlich geil irgendwie. Ich weiß nicht. Der wirkt richtig cool. Und da war ich total verwirrt, als ich das Bild vom Captain America gesehen habe. Habe ich zuerst sein Bild gesehen. Da hat man nur seinen Kopf und seine Brust gesehen. Da dachte ich mir, hä, seit wann hat Flash einen Stern auf seiner Brust? Und danach habe ich erst das Schild gesehen auf dem nächsten Bild. Also irgendwas haben die da falsch gemacht. Ja, mal gucken. Also den Batman finde ich richtig cool, den Spider-Man auch. Ja, mal abwarten. Okay. Ja. Ja, wie soll ich sagen? Play Arts Kai, der Marcel hat eins gesagt, das kann ich nur bestätigen. Also Play Arts Kai ist wenigstens sehr konsequent, ist scheiße und bleibt scheiße. Es hat halt, das sind so, Play Arts Kai macht so viele Fehler, die für mich unentschuldbar sind. Die kriegen alle Figurenhersteller in der kleinsten Scale hin. Du hast Ellbogengelenke, Ellbogenjoints, die haben eine andere Farbe als der Ärmel oder der Arm. Warum das? Du hast eine schwarze Jacke und der Ellbogenjoint ist hellgrau. Wer macht denn sowas? Das ist einfach nur schlecht. Da muss man einfach mal den Joint in derselben Farbe malen und es fällt nicht mehr auf. Der Joint an sich ist kein Problem. Warum kriegt man den nicht gleich gepainted? Das ist überhaupt kein Problem. Play Arts Kai hat grundsätzlich ein Problem. Und zwar finde ich vom Play Arts Kai auch einige Sachen ganz cool. Und das sind alle Sachen, die abgefahren sind. Steampunk Batman habt ihr schon gesagt. Diese ganzen abgetretenen. Es gab vorher schon ein paar Variant Batmans, wo ich sage, die sind einfach cool. Das ist so deren eigener Style, der funktioniert. Immer dann, wenn Play Arts Kai versucht, was im realen Style zu machen, geht's alles in die Hose. Assassin's Creed sahen bad aus. Die Halo-Dinger mit den Riesenhüften, die wurden ja auch selbst von den absoluten Play Arts Kai-Liebhabern komplett zerfetzt. Dann ist es so, guckt euch mal die Tomb Raider-Figur an. Das ist der absolute Mega-Hammer-Sculpt. Ich erinnere euch dran. Wenn die draußen ist, sprechen wir nochmal drüber über den Paintjob, wie der aussieht. Weil das ist auch sowas. Ich muss den Leuten, darum ist es auch so, dass ich Play Arts Kai einfach nicht verstehe, dass die Leute da so drauf abfahren, weil es viele Charaktere davon gibt. Dann spar noch mal einen Monat und leg 100 € drauf und kauf dir die von Hot Toys. Wenn du wirklich 100 € für manche Figuren ausgibst oder mehr, der Marcel hat gerade gesagt, es gibt Idioten, die geben 140 aus. Ja, dann seid halt noch ein bisschen dümmer und spart noch 100 und kauft euch eine Hot Toys Figur. Also, das ist einfach, das steht in keiner Relation, was du da teilweise bekommst. Und auch der Master Chief, der sieht super aus, ist überhaupt kein Problem. Da kann man richtig geil was draus machen. Ich finde, den Paintjob ist für eine 100 € Qualität never ever. Ey, sorry, Necker hat einen besseren Paintjob als Play Arts Kai. Locker. Selbst bei den teilweise richtig schrecklichen Heads von 1 zu 4 Figuren, die sie gemacht haben, haben sie einen besseren Paintjob als Play Arts Kai. Die gefallen mir überhaupt nicht. Dann ist es so, dass es gibt ein paar Play Arts Kai Figuren, die sind richtig krass im Wert gestiegen. Ich glaube unter anderem auch die Assassin's Creed Figuren, die du Ja, damals nee, gereviewt der hast. erste, der Ezio. Der erste Ezio, der rauskam, oder beziehungsweise der einzige Ezio, der ist, ja, bei 200 bis 300 €. Ja, crazy einfach. Grundsätzlich ist es aber so, dass viele an Geld verlieren von dem Kauf her. Wenn ich in der Action-Figuren-Verkaufsgruppe und so sehe, wenn dann Leute die Figuren gekauft haben, du kriegst auch mit, wie sie sie gekauft haben für 80 € oder so, und dann bieten sie sie auch wieder für 80 € an. Es nimmt keiner 70, 60, 50. Okay, dann geht sie mal weg. Oh, dann ist es teilweise schon, dass du um die 30, 40% Minus machst bei den Ja. Figuren. Und dann muss ich sagen, das ist es dann nicht wert. Also, wenn wir das musst du alles in ein Paket nehmen, ja. Qualität, also das Aussehen gehört ja zum Qualität, und was du dann an Wert verlierst, wenn du sie irgendwann mal wieder abgibst. Weil wenn es so ist wie bei Hot Toys, du bezahlst viel. In 95% der Fälle kriegst du das wieder, was du bezahlt hast. Und in paar 5% der Fälle, vielleicht sogar ein bisschen mehr, kriegst du ordentlich mehr Geld. Ja? Der Okan hat den einen oder anderen Iron Man geschossen, relativ günstig. Wenn er den heute verkauft, kann er fast das Doppelte verlangen. Ja, das ist aber nicht die Regel. Die gibt es. Die gibt es aber von Play Arts Kai viel weniger, und bei Play Arts Kai gibt es viel mehr Figuren, die verlieren sogar an Geld. Dementsprechend, ihr werdet mich niemals bekehren können für diese Figuren, auch wenn die eine oder andere mir gefällt. Mir gefällt auch der Spider-Man, den finde ich cool. Mir gefällt auch der Venom, den finde ich cool. Den Iron Man habe ich gesehen, eher auf Review-Bildern. Der Paintjob ist grausam. Der ist fernab von Gut und Böse. Das ist halt auch wieder sowas.
wenn du nicht ansatzweise so ein Material benutzt, was nach Metall aussieht, dann musst du das aber so painten können, dass das aussieht nach Metall. Und der sieht halt aus wie nicht Iron Man, sondern Plastic Man. Und das wirkt ganz einfach bei der Figur nicht so mega toll. Also dementsprechend, die werden natürlich niemals bei mir den Weg in die Regale finden. Einfach schon aus dem Grund, dass Play Arts Kai eine Sache macht, die hat der Marcel vorhin auch bei McFarlane so angekreidet. Die sind völlig in der total hirnlosen Scale. Ja, die haben alle vor allem unterschiedliche Scales. Also die fangen noch bei schlimmer. 8 bis 11 Inch. Also ne, irgendwo dazwischen. Mal ist eine Figur richtig schön groß. Ich weiß zum Beispiel, die Assassin's Creed Figuren waren alle so bei 11 Inch. Batman daneben hatte dann irgendwie nur 9 Inch. Also das ist, es ist schade, denn die sind untereinander nicht kompatibel, sagen wir es mal so. Ja, drücken wir es ja, mal so. Ja, für Collector ist es halt scheiße, genau. Ne? Wenn du die in den Detail stellen willst oder so, und wir kennen das auch von Hot Toys, da hast du einen Spider-Man, der ist gefühlt 1,50 Meter groß, ja. Und daneben ein Superman, der ist 3 Meter groß, genau. Dann sieht das halt total Banane aus. Und deswegen ist, wenn du so auf Scales gehst und wie wir 1/6 Scale sammelst, dann möchtest du schon, dass das ungefähr in Relation ist. Und ja. Das ist da nicht so wirklich der Fall. Na gut, dann würde ich sagen, da kommen wir jetzt zu der letzten Firma, auf die ich mich am allermeisten gefreut habe, weil da war wirklich richtig, richtig cooles Zeug dabei. Das bedarf auch keiner Erklärung, definitiv. Dementsprechend würde ich sagen, Marcel, dann haust du mal raus. An dem Neckarstand, gab es da was, was dich interessiert hat? Ich gehe mal davon aus, das ein oder andere. Was ist dir besonders ins Auge gefallen und gab es vielleicht auch einige Kritikpunkte, die du nicht so toll fandest? Also, wie soll ich da am besten anfangen? Neka hat es mal wieder geschafft. Sie haben es letztes Jahr schon geschafft, auf der Comic-Con mich völlig wegzukacken. Und dieses Jahr haben sie es wieder geschafft. Alter, da sind Sachen bei, die habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und die sehen so nice aus. Heroes of the Storm. Ein neues Spiel von Blizzard, sowas wie League of Legends, nur halt eben mit allen Blizzard-Charakteren, die es so gab. Alter, what the fuck? Ey, so gut, ja? Also mir fällt der Name gerade einfach nicht ein. Das ist schon traurig eigentlich, weil der Warcraft... Der Randy Falk? Ja, nee, nicht Randy Falk. Ich rede von dem Namen von den Figuren. Okay. Ist auch vollkommen egal, Alter. Dieses hier, Stitch heißt Stitch Deluxe Figur. Dieses Schlabbermonster, wo der Bauch aufgeplatzt ist. Mhm. Alter! Voll geil. Ja? Daneben der Arthas. Der Hammer. Ja? Arthas, der Lich King. Ich brauch den! Ja, und ich spiele überhaupt gar kein World of Warcraft mehr. Das ist der Hammer. Die 1:1 Gun aus Halo, ja, dieses von diesen Needle Gun, ja. Eieiei, wo die Nadeln oben einzeln rauspoppen mit Sound und das Licht. Hätte ich halt, das ist sowas, das hätte ich aber auch gern gesehen. Also, wenn die das Ding schon dahin packen, dann sollen sie das auch mal kurz demonstrieren, ja, weil wenn man sagt, das leuchtet, ja, gut, und aber dann das sollen die können, sehen wir ja gerade an dem Batarang, der rausgekommen ist, ja, als Exclusive für GameStop, glaube ich. Der Batarang, der sich entfaltet mit Sound und Licht. Alter! What the fuck? Ja, der Hammer. Dann, der 1:4 Pinguin. Ich möchte ihn gerade, ich möchte ihn knuddeln. Ja, der sieht einfach so geil aus. Oh. Und ich dachte die ganze Zeit, der Benny wird den auch so hypen, weil der Benny ja, ihr kennt ihn ja alle, der bei uns auch viele Podcasts mitmacht, der ein mega Batman-Fan ist und so. Und dann sage ich ihm auch, ja, und hier der Necker und find's nett, der sieht auch richtig geil aus. Ich hasse Pinguin. Ich habe ihn schon immer gehasst in dem Film. Okay, Maxi okay, wohl nicht. Der Batman, der Arkham Knight Batman, der Quarter Scale, Alter. Eieiei, sieht der geil aus. Doppelte Ellbogelenke, doppelte Kniegelenke, App Crunch, Kopf. Beine, Arsch, Pulter, alles ist beweglich. Du kannst ihm, glaube ich, die Unterhose ausziehen und küssen. Der sieht richtig gut aus. Mit faltbarem Batarang und Grapple Gun und weiß ich nicht was. Der Batman Begins Batman. Eieiei, in 1:4. Findest du nicht gut?
Nee, ich auch nicht. Ich auch Nee. nicht, Also nein. wenn du, das ist wieder so ein Problem bei diesem Batman, dass du von den High-End-Collectibles einen direkten Vergleich hast. Es gibt halt von dem Enter Bay ein Quarter-Scale Batman aber der beginnt. Kostet halt eben auch 600 Euro und der hier kostet noch nie. Oder 120. Klar, natürlich, aber selbst für das, was, wenn du ihn vergleichst mit dem Batman, den du gerade besprochen hast, ist das total schlecht mit dem Neckjoint gemacht, mit dem Kopf. Du kannst ja irgendwie den Kopf nur so seitlich drehen, das ist irgendwie, also an sich finde ich ihn nicht so toll, aber das ist auch wirklich die eine der meisten Figuren, die auf dieser Messe von Necker eins abgewischt gekriegt hat. Das ist so, die Hardcore-Batman-Fans mögen es nicht so, wie er aussieht, und ich bin nicht mal ein Hardcore-Batman-Fan. Ich finde auch nicht so toll, aber ist Geschmackssache. Gut, okay, aber der Hulk ist so groß wie ein Kleinkind, ja. Alter, das Ding sieht so gut aus und der ist noch nicht gepainted. Kostet wahrscheinlich so, also Randy Falk möchte gerne ihn unter $300 halten. Er ist aber halt eben auch, wie gesagt, 1:4 Größe. Der ist so groß wie ein Oberkörper von einem ausgewachsenen Mann, ja. Ungefähr 60 Zentimeter. Ja. Ne? Der ist halt schon ein bisschen größer und wiegt, glaube ich, um die 5 Kilo und hat halt eben echt massenhaft Bewegungspunkte und kostet $300. Ey, what the fuck? Dann haben wir natürlich die Predator-Line. Und da stechen natürlich ins Auge die drei neuen... Predator Line, ey, dieses Ausgebeute, ne? Sorry, dass ich da reinkriege. Oh, ja, ich kann es nicht mehr. Oh, aber die drei so neuen AVP-Predatoren sehen halt einfach. Ja, die sind Porno. So. Die jetzt mal ausgenommen, aber so von diesen. Genau, aber die werden ja damit retired. Sobald die neuen Molds draußen sind, ist halt eben der alte Mold retired und dann gibt's die nicht mehr. Und die sehen klasse aus, die drei neuen. Da freue ich mich wirklich richtig drauf. Auch die Alien Isolation Line sieht geil aus. Mit Amanda Ripley, mit dem Alien. Da ist natürlich nicht viel dran verändert worden, weil das Alien aus Alien Isolation ist halt ähnlich dem aus Teil 1. Ja, was willst du halt verändern? Aber ne? Die Beine sind halt neu. Ne? Also es ist halt die neuen Beine, längerer Schwanz. Sehr, sehr cool. Kevin allein zu Hause. so ein bisschen, also... Okan, sag bitte, das kennst du wenigstens. Was ist das? Ja, okay, Okan, du bist raus. Kevin allein zu Hause, die Line soll übrigens gar nicht so auf Realistik sein, sondern gehört zu der Neka-Retro-Line, ja, mit Stoffklamotten und all so ein Kram. Der Kevin sieht halt kacke aus, ja. Der Kevin sieht halt so aus, wie der Kevin heute aussieht, ja, nämlich drogensüchtig. Da wollte ich auch noch was wie sagen. Heißt das der Lustige wäre, wenn die in dem noch so Geldscheine und so eine Drogentüte. Ja, richtig, genau. Aber Custom machen. Wie heißt der Schauspieler? Macaulay Culkin. Macaulay Culkin. Ja, der Steve Urkel, genau. Der ist halt hässlich as fuck, ja. Passt zu der Figur. Aber wie heißen die beiden Diebe nochmal? Marvin und keine Ahnung, auf jeden Fall der Kleine genau. Und der Dicke und der Dünne, ja, die sehen halt so mega gut aus, mit auswechselbaren Köpfen und kleinen Accessoires dabei, keine Ahnung, Hammer, ja, hätte ich gar nicht mit gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Terminator-Line, der Terminator, gut, Arnold Schwarzenegger in alt, er sieht halt kacke aus, aber der Skype ist echt nicht schlecht, meiner Ansicht nach. Ja, ist halt eben kein Hot Toys, ne, aber ey, der sieht halt so scheiße aus. Was willst du machen? Auf jeden Fall das, was mir ganz krass ins Auge gestochen ist, ist der Bat-Gremlin. Endlich. Die Fans, also es gibt, die Fangemeinde der Gremlins ist gar nicht so groß. Ja? Und auch die Figuren von Neka haben sich nicht gut verkauft. Aber die beiden Deluxe-Figuren, die jetzt kommen, also beziehungsweise die eine ist schon draußen und jetzt kommt die andere halt, der Bat-Gremlin. Der Spider-Gremlin ist eine absolut unterbewertete Figur. Die kostet 40 Euro, ist riesengroß und sieht halt einfach mal so pornös gut aus. Und jetzt haben sie endlich den Bat-Gremlin gezeigt. Da warten die Fans seit Jahrzehnten drauf auf so eine Figur und der sieht so gut aus. Und der kommt mit einem Dach, also mit dem Dach von, oh, das sieht so geil aus und ich will ihn haben.
Und, weiß ich nicht. Die Kaijus von Pacific Rim. Ich war eigentlich völlig durch mit der Pacific Rim Line. Und jetzt bringen die so zwei Kaijus da raus, die so geil aussehen. Oh, Neka, ich hasse euch dafür, dass ihr mich immer wieder kriegt mit Sachen, die ich überhaupt nicht mehr haben wollte. Es gibt Figuren, es wird von Neka Figuren geben zu Interstellar. Ja? Als Doppelpack, Interstellar Doppelpack. Die sehen klasse aus, mit Stoffklamotten. Ja, die werden sich halt auch mindestens genauso gut verkaufen wie die Bauer sucht Frau-Figuren. Ja, aber selbst die hat sie gekauft. Also, was willst du? Ja, Und Special Edition sogar. also das, was, und jetzt kommen wir halt zu dem, der Figur, die mich am allergrößten geflasht hat von der Negerlein. Und das ist das 1 zu 4 Alien. Also mit austauschbaren Lippen. Ja, sie haben es wirklich gemacht. Wir haben da noch vor ein paar Monaten drüber gescherzt, Bombo. Kannst du dich noch erinnern, wo Ja. wir gesagt haben, ach Quatsch, das machen die nicht? Sie machen es. Ja, du kannst das Alien displayen, wie du wünschst. Ja, der Paintjob sieht so geil aus. Ich hoffe, es wird dann halt auch eben so werden. Aber es ist ein 18-Inch-Alien, Alter. Ey. Oh. Und das für 120 Euro oder so. Man kann ihn ja jetzt schon vorbestellen bei Big Mac Toy Store und sowas. Und da, glaube ich, steht da drinnen für 110 Dollar oder so. Ja, und bei uns 120 Euro Ja, so ist den mir Dreh egal, bestimmt. zahle ich dafür auf jeden Fall, weil das Ding sieht kracher aus. Ja? Auch der neue Predator in 1 zu 4 mit LED-Features ist leider ja nichts anderes als der Predator, den es schon gab. Aber für alle, die ihn halt verpasst haben, den P1 Predator von Neca in 1 zu 4, wir haben hier die Chance, die aufgemotzte Variante nochmal zu kaufen, für den gleichen Preis wahrscheinlich um die 100 Euro, mit LEDs, also mit aufmachbarem Wristcomputer und LED in der Maske. Ich habe ihn auch verpasst, ich werde ihn mir kaufen. Ey, Neca hat so viel in ihrem Stand, dass ich gerne hätte und dass ich mir definitiv zulegen werde. Eigentlich ist Neca die Firma, die für mich seit 2 oder 3 Jahren auf der Comic-Con am meisten präsentiert. Neben jetzt Sideshow und sowas natürlich mit ihren ganzen Kracherstatuen, ist Neca die Firma, die immer wieder beeindruckt mit dem, was sie da raushauen. Okay, wie sieht's bei dir aus, Okan? Du hast bestimmt auch schon mal, beziehungsweise es hat bestimmt auch schon mal die eine oder andere Neka-Figur bei dir zu Hause gefunden. Sind da Sachen dabei, die dich interessieren und was hältst du von den ganzen Sachen? Ja, natürlich. Also der 1 zu 4 Batman von Arkham Knight ist ins dabei. Also den finde ich richtig geil. Das ist Insta bei Weil, Jungelang. ja, natürlich. Dann, ich wollte nochmal zu diesem Batman Begins Batman. Ja. Ich glaube, was da so falsch ist, sind entweder ist sein Hals zu lang oder seine ja, Schultern ja, sind genau zu das wollte ich flach. auch sagen, Eins von ja. den beiden. Also entweder hat der keine Schultern oder der Hals ist zu lang. Eins von den beiden ist es. Dann, ja, der 1 zu 4 Pinguin sieht auch halt richtig cool aus. Der Hulk, frage ich mich halt, wenn der 1 zu 4 Batman wird ja wahrscheinlich so 45 Zentimeter, wie immer halt, wahrscheinlich, oder? Wenn der dann halt so 100 Euro kostet, frage ich mich halt, warum ein Hulk 300 Euro kosten wird, wo halt auch nichts dabei ist oder so. Hey, Das weiß der er halt bis ist jetzt auch noch nicht, 70 ne? Zentimeter, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, er wird 70 Zentimeter groß sein, wiegt fast 5 Kilo, ja, und ist ein absolutes Tier. Natürlich kostet der so viel. Tut Ja, mir der leid, sieht das ist. natürlich auch richtig geil aus, ja. Aber halt zum Vergleich. Aber gut. Wahrscheinlich kommt der dann halt nicht, weil dann würde ich mir eher für den gleichen Preis, hört sich zwar bescheuert an, den Hot Toys Hulk holen, aber der wird dann halt zum Rest meiner Sammlung passen, Ja, das sozusagen. ist aber immer so, das ist so ein Vergleich, der hinkt, weil du bist halt ein One-Six-Scaler und ich auch. Wir würden immer zu One-Six-Scale erst tendieren, aber vom Preis her, um da Ja, man muss kurz schon einen Platz reinzukriechen, dafür muss ich, finden, ne? Also, ja, muss ich. selbst wenn man sagen würde, als One-Six-Geller, okay, den kaufe ich mir, wo stellt man so einen Riesen-Hulk hin? Ja. Also. Genau das. Also ich bin fest davon überzeugt, das wird auch so ein Teil, wo mir sicherlich ganz besonders Nika hat einen guten Paintjob an sich, aber mit einem richtig geilen Custom-Paintjob das Ding schon fast auf Movie-Prop-Niveau heben kann. Dann machst du ein richtig geiles Dio mit
splatterten Asphalt und was weiß ich, machst eine coole Haube drüber oder geil beleuchtet nicht mal eine Haube, dann sieht das Ding auch schon ganz geil aus. Was der Okan einwirft, ist trotzdem legitim. Wenn du eine Figur hast, die mit dem Batman, was hast du gesagt, 37 cm groß ist, die ist gerade 45, die ist nicht mal doppelt so groß, beziehungsweise der Hulk kostet aber das Dreifache fast, dann ist das schon, es ist schon viel. Es ist aber auch so ein Ding, wo man sagen muss, das ist aber halt auch der Ultimo-Hulk, wenn du gerne einen Hulk haben willst. In dieser Größe, das wissen sie auch. Genau, und NECA ist halt auch keine Samariter-Firma, die wissen halt auch, wo sie Kohle rausschlagen. Aber man können. Muss halt auch. Und sobald dazu, da Marvel draufsteht, ist das Ding halt sowieso 50 Euro teurer. Ja. Man muss halt auch dazu sagen, 100 Euro für einen 1 zu 4 Batman, der so aussieht, ist natürlich auch wieder richtig Schnapper eigentlich. Jo. Ja. Also ich hab den ersten, nicht Arkham Knight, sondern Arkham Origins Batman von NECA in der Hand gehabt, bei uns im Comicladen hier in Hannover. Und ich war kurz davor, ihn zu kaufen, dachte mir aber, da kommt sicher noch ein geilerer. Ich hatte ja den Batman, hier Nolan Batman, sage ich schon, den Keaton. Den Michael Keaton Batman. Und da war das Cape halt nicht so geil, aber mit einem Custom Cape, was es ja mittlerweile auch gibt für sowas natürlich, ist das eine richtig geile Figur. Ja, und der war super, der war klasse. Und dann ist NECA sogar den Weg gegangen und hat einen echten Michael Keaton-Kopf unter die Maske gesculpt. Der war zwar nicht gepainted, aber der war da drunter. Ja, und das ist eine Sache, welche Firma macht denn das schon? Welche Firma geht diese extra Meile und sagt, ja, wir sculpten den ganzen Kopf davon und packen den da drunter. Ja, ob man den sieht oder in China fällt ein Sack Reis um, aber die Proportionen stimmen. Und also, wie gesagt, ich bin krasser NECA-Fanboy und ich werde natürlich auch immer ein bisschen fuchsig, wenn Leute da so drauf abgehen und die so haten, ohne Grund wahrscheinlich jemand noch nie eine NECA-Figur in der Hand hatten oder sowas, aber Hauptsache haten, da werde ich halt ein bisschen komisch bei, das weiß der Bombo auch, ich kann NECA halt einfach, ich bin absoluter NECA-Fanboy, ich weiß nicht, diese Firma ist, ich würde Randy Volk heiraten, glaube ich. Wenn ich den jemals sehen würde, müsste ich ihn küssen. Ja. So, Okan, du darfst wieder. Entschuldigung. Ja. Und als letztes wollte ich noch sagen, die, da ist ja auch eine Sarah Connor, oder? Ja, richtig, mich. Genau. Ja. Da finde ich irgendwie den Head nicht so super. Ich drei weiß Head. Nicht. Also Head der findest du nicht gut? Den, der auf der Figur drauf ist. Okay. Da finde ich irgendwie, ich weiß nicht, so um die Backen, das wirkt da, ich habe mir halt Bilder angeguckt. Du machst halt die absolute Hot Toys Analyse, das ist nein. So geil, das ist wirklich, doch, das ist das typische Hot Toys, um die Backen, an den Wimpern ist auch noch so. Nein, die wirken halt irgendwie zusammengedrückter, als die halt eigentlich sind. Also ich finde, man erkennt wahrscheinlich ist es halt, weil ich auch Hot Toys sammle. Ja, natürlich, aber da würde ich jeder natürlich auch unterschreiben, aber ja, natürlich, dafür kostet sie halt wahrscheinlich, was wird sie kosten? 25 Euro oder so, oder 30 Euro. Und das ist eine Deluxe-Figur, kommt mit drei Köpfen, massenweise Zubehör und sowas. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für die Scale von 7 Inch, was die groß sein wird, ist das super. Ja, natürlich. Und wenn dann Display sie halt mit der Mütze und der Brille, ist halt auch was, ne? Ja, klar. Wenn sie halt schon drei Köpfe dabei hat. Okay. Hast du sonst noch was? Sonst, ich guck nochmal kurz die Bilder. Was sagst du denn zu dem Alien, Okan? Ach so, das Alien, ja, das finde ich auch ziemlich geil eigentlich. Weil du bist ja auch so ein kleiner Predator- und Alien-Fan. Ich habe halt nur langsam echt Platzprobleme. Na gut, aber das Alien kannst du dir ja zum Beispiel auch auf den Nachttisch stellen oder mit ins Bett nehmen zum Kuscheln dann, ne? Also es ist ja groß genug. Ja, ne? Ja. Nee, das finde ich auch ganz cool, aber mal abwarten, was dann letztendlich kommt. Okay. Ja, also ich finde, was NECA da dieses Jahr rausgehauen hat, ist teilweise mega geil. Nicht nur, dass sie angekündigt haben, dass sie zum einen für diese Retro-Gaming-Line Verpackungen machen werden, wo dieser 8-Bit-Sound ertönt, wenn du den aufmachst, was einfach ein absoluter Geniestreich ist, mit so einem Soundchip da reinzumachen. Das ist ja nicht mal teuer, das kennen wir von Grußkarten. Ich wollte es gerade sagen, also, das ist so Grußkarten. Das ist absolut wirklich simpel von simpel und auf die Idee zu kommen, ist einfach richtig geil. NECA hat seit jeher eine Sache
Sache für mich schon immer ein Stein im Brett, wie man so sagt. Und das ist, du merkst ganz einfach, dass bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen Sachen dahinter Fans sind. Ganz einfach, dementsprechend werden die Sachen auch für Fans teilweise präsentiert. So hatte Marcel gerade auch gesagt, ja gut, die Gremlins Line war nicht erfolgreich. Andere Firmen stornieren dann diese Lines. Ja. Und NECA zieht es dann trotzdem bis zum Ende durch und bringt trotzdem noch den einen oder anderen Fan-Favorite, wo ich sagen muss, absolut mega. Den Weg, den NECA jetzt einschlägt mit dem Mixed Media, mit dem Pinguin, ist der Porno. Es ist der absolute Mega-Porno. Sowas kannst du dir displayen, sowas ist das Doppelte fast schon wert, wenn der so rauskommt. Ich muss eigentlich bei allem anfügen und ganz besonders leider auch mit bei NECA. Wenn das so rauskommt, dann ist das die absolute Mega-Porno-Figur. Und der letzte 1:4 Batman war schon richtig geil. Den habe ich live gesehen, auch den Arkham Origins, und der war geil. Ja. Und es gibt tatsächlich Leute, die haben sich ein Tony May Cape geholt, das teurer war als die Figur. Unfassbar. Und dann sah die Figur auch richtig mega geil aus. Auch jetzt der Arkham Batman, das ist sowas, da zuckt's mich. Da muss ich zwar auch überlegen, wo stelle ich das hin? Mega geil. Dann haben wir natürlich das Alien, wo man sagen muss, die haben dieses neue Feature. Man zeigt es. Das ist sowas, das hat NECA nicht drauf. Zeigt die Scheiße, wo ihr euch den Arsch aufreißt für die Fans. Ja. Macht Nimm bitte das zwei Ding aus Aliens der Vitrine dahin und mit. Zeig es dem genau. Den, ja. 800 Leute interviewen die. Ja. Dann nimm's raus, mach den Kiefer ab oder nicht mal das, stell zwei nebeneinander hin, die zwei verschiedene Parts haben, ja. Damit du weißt, so könnte das so könnte das und ärgert das Alien mich, soll jetzt schon im August, September erscheinen, ne? Da stand genau, auf dem Schild, und das ist Release halt so, August. Genau, und diese Messen, die sind einfach grundsätzlich dafür gemacht, wie die E3 für Videospiele, das ist ja eine Pre-Order-Messe, damit verdienst du deine Pre-Order, die Leute sehen das, boah, geil, muss ich haben, und werden gepre-ordert. Und da finde ich, da hätten sie definitiv ein bisschen mehr machen können, aber ansonsten, das alte Alien war schon spektakulär und absolut mega akkurat, im Gegensatz zu dem von Hot Toys sogar, obwohl das von Hot Toys natürlich auch schon sehr alt ist und damals hatten sie es mit der Akkurarität nicht ganz so, ist jetzt das natürlich schon sehr fett. Ja, der Needlewerfer, da musst du schon geisteskrank sein, um sowas zu produzieren, und das finde ich mega geil, um auf sowas zu kommen. Ich hoffe, die gehen auch in die Richtung und machen, also hier, ich komme jetzt gar nicht auf die, also das Sturmgewehr von Halo, ich komme jetzt nicht auf den Namen, schon, das ich bin schon. Halo-Fan. Gibt es das schon mit schon. Anzeige, LED-Anzeige? Ja, glaube schon, ja. Ich bin der Meinung, das mitgekriegt. Ja. Okay, auf jeden Fall sieht es sehr cool auch. Auch da ist es so, Randy Falk stellt sich bei 3 oder 4 Reviewern, wo ich es gesehen habe, stellt sich hin und sagt, ja, das schmeißt die Nadeln raus und leuchtet. Och, bitte zeigt das, dafür kommen die Leute dahin. Zeigt bitte die Features, die ihr da habt. Ich persönlich finde das total ärgerlich. Die Predator, die sind für mich insofern uninteressant, weil ich kann langsam keine AVP Predator mehr sehen. Nach SH Monster und Hot Toys und 1.0 und 2.0 Hot Toys, und jetzt machen die hier auch. Aber rein qualitativ ist das der Oberporno. Also von der Beweglichkeit, von dem, wie es aussieht, also bitte, da kann man gar nichts sagen. Ich gehe davon aus, natürlich qualitätsmäßig wurde das stark angehoben. Es ist ganz logisch, preismäßig könnt ihr davon ausgehen, werden die auch die Zügel anziehen, ja, ich denke weil mal 5 diesen, Euro mehr. Diesen ja, dieser Hang zum Detail, der hat natürlich auch seine Folgen, ja, und den bezahlt man aber in dem Maße dann, wie ich finde, auch gerne ohne Problem. Terminator-Dinger, muss man sagen, also die gesamte Line, die sie da gemacht haben, ist von vorne bis hinten Oberschrott. NECA hat einfach schon immer das Problem, dass NECA einfach ein Creature-Gott ist und ein Human absolut versauer. Also die menschlichen Heads gefallen mir alle nicht. Zu Sarah Connor muss ich sogar beifügen, das ist eine abgescalte Figur, so wird es genannt. Das heißt, das ist eine 12-Inch Sarah Connor. Die wird dann noch downgegradet als 7-Inch oder was auch immer sie dann sein wird. Und dementsprechend weißt du auch gar nicht, ob sie in dieser kleinen Version diese Details übernehmen kann. Das ist immer so ein bisschen die Kontraseite, wo ich nicht wirklich weiß, wird es dann so oder wird es dann nicht so. Zum Hulk muss ich sagen, das ist krass viel Kohle. Aber
Es gibt, und so dreist bin ich dann mal, es gibt ganz wenige Sachen in Sachen Figurenpräsentation und was weiß ich, die Necker besser hinkriegt oder Paintjob oder Sculpts als Hot Toys, weil das Hot Toys einfach der King. Aber wenn es um eine reine Plastikfigur geht, was du ja beim Hulk auch hast, beim Hulk von Hot Toys, okay, du hast die Silikonarme, aber ansonsten ist es eine Vollplastikfigur mit einer Stoffhose. So, Ja. und da hast du eine 1 zu 4 Vollplastikfigur mit einer Stoffhose, die mega fett aussieht, wenn sie jetzt noch einen geilen Headsculpt hinkriegen. Also wenn du einen krassen Hulk als Display willst, dann ist das natürlich das absolute Prunkstück, das Ding. Wenn sie jetzt noch einen Iron Man hinkriegen, dann sollen sie bitte auch gleich den menschlichen Kopf weglassen, weil der ist, brauchen wir ja nicht drüber reden, der sieht aus, als wäre der in Blausäure Jetzt stell gefallen, dir mal vor grausam. übrigens, dass jemand aus dem 1 zu 4 Hulk ein 1 zu 4 Custom Thanos macht. Ja, da kannst du halt richtig, richtig heftig was rausholen. Und wenn ich mir dann halt, das Problem ist, mein erster Gedanke wäre, boah, da könntest du eigentlich ein hammer, riesengroßes und geiles Avengers-Set abholen. Ja, Problem ist nur, du kannst aber nur das nehmen, was kein Gesicht hat. Du kannst kein Tor nehmen. Der letzte Tor war, bah! Oh mein Gott! Wobei ich da coole Customs gesehen habe. Die haben Leute mit Ja. anderem Paintjob halt echt noch was rausgeholt, ne? Ja, klar, nur bei solchen Sachen mit Custom sage ich mir halt immer, das kann aber auch nicht mal 5% der Leute. Ja. Das ist halt dann immer ein bisschen schwierig. Also Robert Downey Jr., hau ab. Der Thor, eine Frechheit. Aber ey, das sieht aus wie aus dem Happy Meal ist ja der Captain America gewesen. Den kriegt ja mal gar nicht. Also der war jetzt so übertrieben schlimm. Und deshalb, kommen die menschlichen Charaktere, die bewerte ich gar nicht. Die finde ich teilweise einfach nur lächerlich. Da muss ich drüber lachen, teilweise, weil sie echt dumm präsentiert werden. Die Terminator-Line, muss ich sagen, was Terminator 2 Figuren bei den Kleinen aussieht, also diese Cyberdyne, Shootout, Arnie und so, ist alles richtig geil. Ich finde dieses Ding mit drei Köpfen, die du dabei kriegst, ist ein mega Ding. Problem ist halt, wenn alle drei scheiße aussehen, dann wird es nicht wirklich besser. Aber wir reden von dieser Scale. Und von der Scale finde ich den Arnie aus Terminator 2 gut. Ich finde auch von der Scale her die Sarah Connor, wie gesagt, vom Headsculpt. Ja, es geht. Da muss ich aber sagen, das ist ganz gemein, weil da bin ich mega Hot Toys verwöhnt. Ich habe die hier alle, ich gucke gerade drauf. Ich habe die hier alle stehen. Das ist dann natürlich, das fällt immer schwer, auch wenn man das aus der Bewertung rausziehen will. Das ist wirklich sehr schwer und da kann man das gar nicht sagen. Ich muss sagen, zum Jungle Predator. Da habe ich teilweise jetzt auch in dem einen oder anderen Neka-Post gesehen, in den Gruppen und so, da haben sich ein paar Leute drüber aufgeregt, verstehe ich definitiv. Weil wenn es einen großen Kritikpunkt für mich an Neka gibt, ist, dann sind es die Götter des Reuses. Und wenn ich einen verkackten neuen Jungle-Predator mache und dann mache ich dem eine abnehmbare Maske mit LEDs rein und vielleicht mit austauschbaren Mandibles, weil Neka geht gerade einen richtig geilen Qualitätsweg und dann macht man das bei dem Alien und bei dem Predator stelle ich euch dieselbe Scheiße hin mit demselben Plastik-Bullshit-Netz und hau halt LEDs rein. Mit den LEDs muss ich sagen, das ist mega geil. Das schafft nicht mal Hot Toys, ja, die Spastis da mal ein LED reinzupacken. Aber das ist halt auch wieder sowas. Wann machst du das an? Nie. Das ist ein tolles Gimmick. Wann machst du das an? Nie. Spart euch die Scheißkohle für blinkende rote Lichter und verpasst dem Predator mal ein anständiges Fishnetting. Das sieht doch viel geiler aus. Guckt euch mal den Predator vom Nanny D an, Ja, bitte. der Was der Hammer. aus dem Necker-Predator Ja. gemacht hat. Der hat ein anständiges Fischnetting drüber gekriegt über den Body und nicht dieses Plastik-Scheißding, wo die Zwischenteile nach der Zeit einfach auch reißen und dann sieht das kacke aus. Das ist sowas, wo ich mich ganz einfach ärgere, wo Neckar ganz einfach sich selbst teilweise betrügt. Auf der einen Seite, die Line läuft nicht gut von Gremlins, ist mir scheißegal, wir bringen was für unsere Fans. Auf der anderen Seite, Reuse, Reuse, Reuse und wir erfinden noch 70 Predator, die dieselbe Maske haben wie der Classic und bringen die raus. Ich verstehe auch das Argument, dass sie somit ja auch so ein bisschen mit diesem Gremlin finanzieren. Verstehe ich vollkommen. Aber wenn ich doch dann den Weg gehe wie beim Alien, Alter, und mach ein austauschbares Maul, was ist denn das eigentlich für eine total irre geile Idee? Auf sowas überhaupt draufzukommen. Ehrlich, das ist mega. Ey, dann mache ich doch aber beim Predator wirklich. Das sind so Dinge, wo ich gedacht habe, okay, wenn sie das mit dem Alien machen, dann gehen sie beim Predator aber den Weg, lass mal alles weg. Nicht mal
anständiges Fishnetting, aber eine abnehmbare Maske wäre dann schon echt drin gewesen, wo ich mir sage, das wäre um einiges cooler gewesen. Ansonsten hat Neka das Ding gerockt, war eine mega geile Sache, was sie da rausgehauen haben, muss ich sagen, und ich war im Prinzip wirklich sehr zufrieden. Man darf aber auch nicht aus den Augen lassen, viele schwenken so immer diese billig, Neka ist ja billig, Flagge, und dafür ist es geil. Dieser Needler wird sehr wahrscheinlich auch um die 250 Euro bis 300 Euro kosten. Der Motorradhelm vom Master Chief kostet was? 600? Ja, oder 700? Aber weil der ist nämlich offiziell zugelassen für einen Straßenverkehr. Ja, super, das haben wir alle gebraucht. Macht halt keinen Neka-Helm, der einfach ein geiler Master Chief-Helm ist, wo ich halt nicht unbedingt einen Autounfall mit überleben kann, sondern der einfach nur richtig cool auf meinem Schreibtisch aussitzt. Nee, den muss man halt so machen, dass ich damit halt auch echt den Crash des Jahrhunderts überleben muss. Ich habe mal gehört, den soll es zwei Varianten geben werden, den Helm. Also einmal in der Variante, den kannst du dir auf den Schreibtisch stellen, und einmal halt in der Variante, dass er wirklich für den Straßenverkehr zugelassen ist. Weltweit. Hoffentlich, weil für 100 Euro oder so oder 150 so ein Helm mit einem mega Paintjob, mit vielleicht auch einem richtig geilen verspiegelten Visier, kaufen die Leute, würde ich kaufen, würde ich mir hinstellen. Wer kauft denn den Helm für 700 Euro? Es gibt genug Idioten, aber selbst von denen wird es wenige geben, die diese Schwachsinnspreise bezahlen für sowas, weil das einfach so ein Produkt ist, das brauchst du dann nicht unbedingt. Und einen ganz kleinen, minimalen Kritikpunkt habe ich noch, und das ist einfach über die letzten Monate hin von Neka. Ich glaube nichts, was ich da sehe. Ich habe das geilste Dog-Alien gesehen auf der Comic-Con letztes Jahr, und ich habe ein semi-geiles gesehen, wo es rauskam, weil es hatte nämlich Crack-Zähne wie Crack-Junkie. Die sahen nicht so aus wie da, absolut perfekt, glatt gesculptet, die kamen nicht so toll raus. Man muss sagen, Neka hat jetzt eine neue Produktionsline rausgebracht, zwei oder drei danach habe ich jetzt gesehen, da sieht das um einiges besser aus. Und da muss man ja immer positiv noch dazufügen, das machen ja wenige, die tun wenigstens was, ja, die machen was dagegen. Aber ich glaube auch, das Alien aus Alien Isolation, das sieht so gut aus, ne? Das Big Chap Alien sah genauso geil aus auf der Messe. Wie kam es raus? Mit Milchdome. Eine ganz weiße Haube. Warum macht man denn das? Die war nicht durchsichtig wie das, was ihr auf den Bildern seht. Die war komplett weiß, wie als wäre da Milch drinne. Also da kam nicht halbwegs das raus, was ihr hier seht. Und das ist mein Problem mit der gesamten Comic-Con. Alles schön zeigen. Und der Marcel hat es vorhin auch mit diesen Building-Sets gesagt oder so. Alles wahrscheinlich sogar schön handgepainted. Und was ihr bekommt, ist teilweise, nicht immer, aber nicht mal 50% von dem, was ihr gesehen habt. Und das ist aber nicht Neka. Das sind alle Hot Toys, alle beisammen. Teilweise kriegst du nicht das, was du siehst. Und das ist, finde ich, dann schon ein bisschen ärgerlich. Aber damit kommen wir dann auch schon von den ganzen Figuren, die ihr da gesehen habt. Welche Firma gefällt euch am besten? Und da bleibe ich halt auch gleich dabei. Ich denke aber, es wird bei uns allen nicht anders ausfallen. Also das Geilste war von diesen Small Inch, ja, und Actionfiguren per se, war natürlich Neka. Neka hat das Ding gerockt, wie es eigentlich jedes Jahr macht. Und alles andere, im Prinzip ist Neka das für die Small-Size-Dinger, was Hot Toys für die 1/6-Scale-Sachen ist. Ist einfach der Primus, da kommst du nicht dran vorbei von der Qualität. Wie sieht's bei dir aus, Marcel? Mich würde wundern, wenn es anders wäre bei dir. Ja, ich sehe das genauso. Okay. Ja, okay. Ich genauso. Okay, wie sieht's bei dir aus? Hat's bei dir jemand anders da geschafft? Oder, nein, natürlich okay. Auch Neka. Ja, wir müssen natürlich, wir nehmen mal die 2000 Euro Sideshow-Statue. Ja, natürlich. Ja, weil wenn wir die damit. Wobei nicht nur Neka, ich muss auch sagen, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, DC Collectibles haben mit ihren Figuren auch schon so ein bisschen mich beeindruckt. Also da sehen einige wirklich cool. Gut aus. Ja. Die waren definitiv richtig nice. Die haben ja auch als erstes ein 1:6 sogar, glaube ich, ist das Ben Affleck Batman gezeigt da. Ja. Also so als Statue. Die gab es damals auch zum Man of Steel übrigens und auch zum Nolan Batman, diese DC-Dinger. Da sahen die richtig scheiße aus und die sehen cool aus, ja, die sie wirklich da haben. Also wenn die so rauskommen, wie sie da sind, das muss man einfach überall anfügen. Ja, DC Collectibles ist sehr geil. Leider eine Firma, die oft durch Paintjob und auch Qualität der Figuren sehr enttäuscht hat in den letzten Jahren und bestes Beispiel. Ich weiß noch, du hast die ganzen Arkham-Dinger gereviewt. Genau, richtig. Und da waren Unterschiede von Figuren, die relativ cool waren, bis absoluter Restmüll, weiß ich noch. Also der Deathstroke angeschaut hast. Der mega beweglich war und dann die nächste Figur aus der gleichen Serie,
die einfach nur noch irgendwie gefühlt zwei Bewegungspunkte hatte und mir in der Hand zerfallen ist. Der Firefly, glaube ich, war das. Der, ja. Was eine Scheißfigur. Und auch der Deathstroke hatte auch bei mir Probleme. Da musste ich das Knie ersetzen. Also da musste ich einen Nagel durchjagen, so ungefähr. Einen kleinen Metallstift, damit das überhaupt noch beweglich ist. Sonst wäre es halt abgefallen. Also die haben sehr viel Qualitätsprobleme gehabt. Bleib abzuwarten, ob das weiterhin der Fall ist. Genau, und eins will ich sogar noch hinten anwerfen, jetzt wo der Marcel nämlich noch das mit dem DC erwähnt hat. Die haben ein richtig geiles Animated Serious Batmobile, ja. Das komplett beleuchtet ist mit blau beleuchtetem Cockpit und beleuchteten Frontleuchten und so. Boah, da wird sogar mir schwach, das wäre sowas richtig geil, wo du dir im Flur auf die Kommode stellen kannst, so eine kleine Haube halt auch drüber. Boah, das ist groß, ne? Weil es ja nur 6 ja, oder 5 Inch Figuren sind, die da rein. Genau, kostet aber trotzdem halt 150 €, was ja. Aber dafür schon okay ist, wie ich finde. Und sie haben halt diese ganzen Animated Charaktere teilweise. Wobei, da muss ich hier nochmal kurz reingrätschen. Also, die hatten auch vor Jahren ein 1966 Batmobil rausgebracht von, was halt eben auch recht cool war. Da war die Optik, da haben alle gesagt, mega geil. Das war, glaube ich, vor 2 Jahren auf der Comic-Con. Sah super geil aus. Dann ist das Ding in den Handel gekommen und war quasi eigentlich nur ein Plastikbomber. Völlig wertlos, was den Preis angeht und völlig überteuert und das Ding sah halt in Hand mega scheiße aus. Bleibt halt auch hier abzuwarten, ob das so rockt, wie es sein wird. Wenn es so kommt, wie es da steht, gebe ich dir recht, Hammer-Ding. Dann bezahle ich auch 150 €, weil Batman Animated war einfach, das ist unsere Jugend gewesen. Mega geil, aber wenn es halt genauso ein Plastik, wenn das Ding vielleicht von innen, von unten sogar hohl ist, dann fliegt es wieder zurück. Ja, es war definitiv unsere Jugend, Okan, es war aber nicht in Schwarz-Weiß, ne? Falls du dich fragst. Hä, also. Hallo? also wie gesagt, ich glaube, Wort des Podcasts ist, wenn es so rauskommt. Das ist Hashtag, wirklich, wenn es so rauskommt. Genau, ich möchte, dass jeder kommentiert mit Hashtag, wenn es so rauskommt. Wenn ihr wirklich bis zum Schluss gehört habt, Hashtag, wenn es so rauskommt. Ja, also absolut mega krass. Dann würde ich sagen, dann sind wir soweit durch und ich möchte mich natürlich bedanken, dass der Marcel sich die Zeit genommen hat für den Podcast, weil ohne ihn wäre das schwer möglich gewesen, weil wir haben halt so viel Ahnung von diesen relativ Small-Size-Figuren wie halt von gar nichts. Und dementsprechend war das halt schon mega, dass du uns mit Rat und Tat wieder mal zur Seite gestanden hast. Bitte, und bitte. Dann würde ich sagen, aber als erstes verabschiede ich mich offiziell von dem lieben Okan, der sich die Zeit genommen hat, der eigentlich auch ein One-Six-Scaler ist, aber der immer Spaß hat, mit uns dummes Zeug zu babbeln. Und dann würde ich sagen, babbeln ist übrigens hässlich für alle, die es nicht verstehen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, Okan, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mega Spaß gemacht und ja, danke. Ja, ich fand's auch wieder wie immer lustig und bis zum nächsten Mal. Genau, und ja, wie gesagt, vielen Dank, Marcel, habe ich ja schon gesagt. Und jo. Du kannst ja den Leuten bitte auch nochmal was über unseren Kanal erzählen, damit die auch wissen, wo die sich gerade befinden und was es da noch so gibt. Ja, ihr seid natürlich auf Nerdbomb, eurem Kanal des Vertrauens, was Nerdstuff angeht. Denn nur hier erfahrt ihr wirklich, was hochwertig und lohnenswert ist für euch. Sowohl in Podcast-Form, vom Movie-Talk bis hin zum Games-Talk und der einzige deutsche 1:6 Podcast, dem USFG Cast, ja, der soll übrigens mega sein, habe ich gehört, ja, und ja, und dann haben wir natürlich hier noch die besten Reviews. Ja, in letzter Zeit gab es nicht so viele, das lag aber auch daran, dass es nicht so viel geiles Zeug gab, es ist kaum was rausgekommen, das wird sich jetzt natürlich nach der Comic-Con wieder ändern. Vieles von dem, was wir heute besprochen haben, werden wir definitiv hier auf dem Kanal sehen. Und ja, was müsst ihr dazu machen? Eigentlich nur diesen kleinen Abonnieren-Knopf klicken, ja, uns vielleicht sogar noch bei Facebook joinen in unserer Nerdbomb-Gruppe. Den Link dazu findet ihr hier unter diesem Video. Und dann würde ich sagen, danke, dass ihr dabei wart. Und bis zum nächsten Mal sage ich Aloha und Ahoi und Tschüss bis dann und übergebe mich an Bombo.
Oder auf, Bombo. Bitte nicht. Ja, Leute, ich will euch noch ganz kurz zur Info geben, falls ihr bis jetzt noch dran geblieben seid. Je nachdem, wann ihr das hört, kann es sehr wahrscheinlich sein, dass der erste Part von dem OSFG One Six Figures Germany Podcast schon online ist. Der Figure Talk über alle One Six Scale Figuren zu Hot Toys, Sideshow etc., wo wir drüber gequatscht haben, der übrigens 3,5 Stunden ist, also bringt viel Zeit mit. Während wir diesen Podcast hier aufgenommen haben, ist gerade online der Suicide Squad Trailer und auch der Batman vs. Superman Trailer gekommen. Dementsprechend wird es auch dazu Trailer-Analysen geben. Dann wird es noch was geben zu der coolen Star Wars Featurette, die wir gesehen haben. Also ihr seid bedient mit allem Nerd-Stuff. Euch wird es nicht langweilig und wir tun alles dafür, dass das so kommt. Ich möchte euch auch bitten, mal bei unserer Kanalseite vorne auf die Frontpage zu gucken. Da sind etliche deutsche YouTube-Kanäle von unseren ganzen Kumpels. Da könnt ihr gerne auch nochmal ein Abo da lassen. Die würden sich mega freuen und die helfen uns immer tatkräftig und haben auch richtig geile Channel. Und dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder mal so lange durchgehalten habt und wir hören uns. Bis dann. Peace. Wenn euch das gerade Gehörte und Gesehene gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen und ein Abo da und kommentiert, was das Zeug hält. Wir sehen uns demnächst hier und auf Nerdbomb.